Prost. Prost, die Headshot, Damen Leute. Und Herren. Druschba. Na, ist toll hier. Willkommen bei den Biertauchern. Wir schreiben den 27. September 2016. Wir sitzen in der Zypresse in der Westbahnstraße 35A. Und hier sind der Gregor, der Stefan und der Dennis. Jo, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle auch ans Klebemonster, an unsere Patreonen, an unsere Flatterer, an unsere Feedbackler und an unsere Hörer. So. Inzwischen hat das Klebemonster bei mir sogar Konkurrenz bekommt. Ich habe jetzt nämlich noch eine zweite Stofftasche von... Woher? Jetzt geheime muss ich... Quelle? Das musst du sofort teilen. Naja. Ich habe die Woche auch eine Stofftasche bekommen. In der Zukunft. Schon wieder diese Zeitreise. Also ich bin neugierig. Mach mal Teaser-Zeug, okay? Teaser los. Ich kann erzählen, ich war beim Slash-Filmfest. Teil 1, ich war in zwei Filmen, also noch nicht richtig viel, aber ein bisschen. Und ich habe mir dort angeschaut den chinesischen Film The Mermaid und den indonesischen Film Headshot. Außerdem habe ich mir eine kleine Serie gegönnt, eine japanische seit langem wieder, namens Moyashimon, Tales of Agriculture. Ja, das war's. Ich war in der Zukunft. Okay. Auf der Euroku 2016. Ah, Euroku. Das hast du ja. Sag mir jetzt nichts. Ha. Muss irgendwas aus dem Osten sein. Muss was aus dem Osten sein. Ja, ich habe etwas schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob es auch hier angekündigt worden ist. Markov-Ketten. Und ich habe mir Arrow, Flash und Batman wie Superman angeschaut. Also DC. Das gesamte Superhelden-Paket sozusagen. Ja. Ja, gut. Los. Dann nehme ich euch mit auf eine Zeitreise. Ja, bitte. Also, ich bin auf der Euroku 2016 gewesen. Das ist die European Ruby Conference. Mhm. Die hat stattgefunden in Sofia in Bulgarien. Dort hat es osteuropäische Zeit. Folglich ist man dort eine Stunde in der Zukunft. Ha. Ich brauche die ein Viertelstunden hin, von denen ich vorher geredet habe. Und habe sehr viel Interessantes dort erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles schon erzähle, weil es wirklich echt viel Zeug war. Sehr viel von Sofia erlebt. Ich war vorher noch nie in Sofia. War zwar in Bulgarien, aber nicht in Sofia. Das war sehr interessant. Sehr viel beobachtet. Sehr viel gesehen. Dann eben diese Konferenz, die eigentlich eine Ruby-Konferenz ist. Ich habe in letzter Zeit dauernd über Elixir geredet. Der Erschaffer von Elixir hat dort auch eine Keynote gehalten. Mhm. So gesehen war das auch noch ganz lustig. Auch das Konferenzzentrum, in dem das abgehalten worden ist, ist schon eine Erzählung wert. Das ist das NDK, heißt es dort, also das nationale Kulturzentrum mitten in Sofia, ein Riesenpalast aus den 70ern oder 80ern, so Monumentalarchitektur. Da hört der Vortragssaal für die 600 Leute, die wir ungefähr waren, war im 7. und im 8. Stock. Und das war nicht der größte Saal dort, also das war sehr nett dort. Mhm. Hab das sehr genossen. Vielleicht fange ich mit Sofia ein bisschen an. Es ist ganz lustig, wenn man dort am Flughafen aussteigt, kann man gleich in die U-Bahn einsteigen, was ja recht praktisch ist. Und wird gleich einmal auch eine Runde ordentlich verwirrt. Okay. Sofia hat eigentlich zwei U-Bahn-Linien. Das sollte man ja in der Lage sein zu verstehen. Mhm. Das Interessante ist, wenn man sich den Netzplan davon anschaut, dann ist das eigentlich fast nur eine Linie, weil dort, wo die eine Linie aufhört, fängt die andere Linie an. Aha, die setzen sich fort sozusagen. Ja. Und dann schaut man sich den Plan genauer an, wo man jetzt da eigentlich hinfahren will. Es war relativ schnell klar, wir müssen wohl einmal umsteigen. Mhm. Weil diese zwei Linien überkreuzen einander und wir hätten sozusagen ganz bis zum Ende von der einen Linie fahren müssen und dann mit der anderen Linie zurück und dann genau eine Station über die Kreuzungsstation drüber fahren zu müssen. Also haben wir in die erste U-Bahn eingestiegen am Flughafen, da ist es noch recht einfach, bis zu diesem Kreuzungsbahnhof gefahren, steigen dort aus, schauen auf den Bahnsteig und sehen dort oben zwei Linien angeschrieben.
wissend, dass die einander im rechten Winkel kreuzen, diese Linien, was schon etwas verwirrend war. Und wir haben uns das dann genauer dort am Plan angeschaut. Mhm. Insofern unterscheidet man zwischen U-Bahn-Routen und U-Bahn-Linien. Aha. Das, was man bei uns als U-Bahn-Linien bezeichnet, also zwei getrennte Gleise sozusagen, die von woanders woanders hinfahren, das ist dort eine Route. Und die Linien ist die Nummer, die vorne draufsteht auf der U-Bahn. Und das ist so, die eine U-Bahn, die vom Flughafen wegfährt, fährt die gesamte eine Route entlang, bleibt bei ihrer Linie und fährt dann auf der anderen gesamten Route weiterhin auf dieser Linie. Kein Wunder, dass er verwirrt war. Ja, wenn man so verwirrt. Jetzt bin ich ausgestiegen. Jupp. Am einfachsten ist, man schaut dort auf den Plan, man schaut auf die Zugzielanzeigen. Die sind nämlich freundlicher als nicht nur in Zyrillisch angeschrieben. Das meiste in Sofia ist ja Zyrillisch. Aber es ist auch, das Wichtige ist auch in Lateinisch angeschrieben. Und netterweise wird auch fast alles auf Englisch durchgesagt in der U-Bahn selber. Vor allem in den neueren Garnituren. Und damit funktioniert es dann. Okay. Also noch eine Frage. Es gibt jetzt zwei Routen und zwei Linien, oder? Ach so, okay. Es gibt also zwei Routen und zwei Linien. Okay. Und eine Linie fährt auf beiden Routen und die andere Linie fährt nur auf einem Teil einer Route. Mhm. Warum man das so anlegt, das war vollkommen scheuhaft, aber man hat es so gemacht. Ja, hier in Wien ist es ja so, dass wirklich jede Linie ihr eigenes Gleisbett hat. Ja, das auch. Das ist natürlich die ganz extreme Variante. In London ist es, glaube ich, auch so und in Paris. In Köln zum Beispiel stimmt das nicht, weil in einem Gleisbett können durchaus mehrere Linien fahren. Das ist zum Beispiel bei der 1 und der 2 und so weiter. Und bei der 9 und 7 und 8 auf jeden Fall. Und das ist dann manchmal etwas schwieriger. Und in Köln haben, glaube ich, diese Strecken, wo mehrere drauf fahren, dann auch noch Namen. Und diese Namen wären in Sofia vorne auf der U-Bahn gestanden. Diese Namen des Tunnels, die das sozusagen durchfahren. Also die Namen kenne ich jetzt nicht wirklich. Also mir fällt jetzt nichts ein, was da für die Benennung sein könnte für die einzelnen Gleisbette. Namen auch? Nein, da habe ich Namen auch gesehen. Was da jetzt gebaut worden ist, der eine, der dann auch eingestürzt ist, der hat ja auch irgendeinen Namen. Ach so, nicht eingestürzt, was zu einem Einsturz geführt hat. Ja, okay, das sind Passagen oder ja, so. Genau. Ja, das ist dann, ich glaube, Nordtunnel. Ja. Also der ist am Reiter. Das würde auf der U-Bahn stehen, Nordtunnel, dann sozusagen im Übertragenen. Ja, das ist aber nur eine Bezeichnung während den Bauarbeiten. Steht da nirgendwo was von, sondern nur einfach nur, wenn man von dieser Baustelle spricht, ist das die Nordtunnel. Und sehr lustig ist auch das Ticketsystem dort. Okay. Man zahlt 1,60 €. Der Umrechnungsfaktor in Euro ist freundlicherweise sehr einfach. Nämlich man muss einfach durch 2 dividieren, dann hat man es in Euro. Angenehm. Also 80 Cent für ein Ticket mit der U-Bahn, was ja recht günstig ist. Und darf auch mit der U-Bahn umsteigen, solange man innerhalb von 30 Minuten bleibt. Das ist so die Regelung von dem U-Bahn-Ticket. Mhm. Aber mit den U-Bahn-Tickets darf man nicht in der Straßenbahn fahren. Oh, ja. Auch nicht im Bus. Also die haben ein getrenntes Ticketsystem. Mhm. Da kann man sich entweder Chipkarten kaufen, die man dann hochlädt. Das haben wir nicht gemacht. Also volllädt mit Geld, sondern wir haben uns einfach so zu entwertende Tickets gekauft. Und das funktioniert so, das System, man darf so weit fahren, wie man will, aber nur mit einer Linie. Und das wird auf die Art und Weise kontrolliert, dass man, wenn man einsteigt in den Zug oder in den Bus, im Bus zwickt, also da gibt es Automaten, die dann ein Muster hineinstanzen in den Fahrschein. Und es für die Kontrolleure ist auf dem Fahrscheinautomat aufgeschrieben eine Nummer, was klar macht, welches Muster da jetzt gezwickt wird von dem Fahrschein. Und daher brauchen Sie einfach nur schauen, haben jetzt alle in dem Bus oder in der Straßenbahn das richtige Muster gezwickt, dann ist gut. Ja, warum nicht? Es funktioniert. Genau. Die Art und Weise konnte man riesen Stadtrundfahrten machen, wenn man Zeit gehabt haben und uns auch ein bisschen anschauen wollten. Mhm. Und das war recht interessant zu sehen, die Unterschiede dort zwischen dem unter Anführungszeichen reichen Zentrum und dem wirklich armen Rand. Also das geht schon in die Richtung, was ich als Slums bezeichnen würde dort. Okay, also die Hammerregion. Sind wir durch so ein Viertel auch durchgefahren, das war so quasi scheinbar das Autoviertel, da hat man dann so einzelne Werkstätten, die auf einzelnen Grundstücken gestanden sind, die Reifenwerkstatt, die Auspuffwerkstatt, die Außenspiegelwerkstatt und so weiter, und dann die Autos so auf der Seite gelegen und ausgeschlachtet worden und so. Also das hat alles schon sehr ungewohnt ausgeschaut, sagen wir so. Mhm.
Und worauf man als Fußgänger wirklich achten muss in Sofia. Sofia ist eine gefährliche Stadt für Fußgänger. Und zwar nicht, weil man überfallen würde, sondern weil die Gehsteige extrem uneben sind. Es steht auch wirklich teilweise in den Reiseführern drinnen als Warnung. Es sind ziemlich viele Steinplatten und ziemlich viele so Art Kanaldeckel gelegt. Allerdings in unterschiedlichen Höhenniveaus, die dann auch, wenn man draufsteckt, unter Umständen wegkippen. Also man muss da durchaus aufpassen. Es ist nicht gefährlich, was die Stadt angeht, was Verbrechen angeht, aber es ist wirklich gefährlich, was den Bodenbelag angeht. Also man schaut wirklich die ganze Zeit auf den Boden, dass man nicht stolpert. Ja. Mhm. Sehr nette Innenstadt, ganzer Haufen Sehenswürdigkeiten, der leider großenteils an viel befahrenen Straßen gelegen ist. Aber es gibt auch eine nette Fußgängerzone, das ist so eine Flaniermeile mitten durch. Mit einem riesen Sortiment an Lokalen und Eisgeschäften. Super Eis. Also da waren wir, ich glaube, wir waren jeden Tag am Abend auf Eis, weil es wirklich spitze war. Also auch eine Eiskultur gibt es. Ja, und es schmeckt anders als bei uns. Es ist tendenziell ein bisschen fester, also nicht so flüssig, aber es ist trotzdem cremig. Mhm. Und man isst so aus Stanitzeln raus und das Eis schmeckt sehr intensiv. Ich würde darauf tippen, ziemlich wenig Wasser, wenig Milch, viel Fett, viel Zucker, oh ja, so viel Geschmacksstoff, viel Frucht, so in die Richtung. Da ist auch ganze Kirschen drinnen im Eis und so, yeah. Ganze Schokostücke. Das war so die Innenstadterzählung. Auch sehr nettes Hotel haben wir dort gehabt. Ja, habt ihr in der Nähe vom Veranstaltungsort und wart ihr in der City oder wart ihr? Wir waren ziemlich in der City, dieses NDK, dieses Veranstaltungszentrum, ist auch am Rande der City in einem der vielen riesigen Parks. Also Sofia hat ein paar Parks von der Größe von Prater mitten in der Stadt drinnen. Also das sind richtig dann so Schneisen durch die Stadt mit Hügeln auch, mit Wäldern, schön, wo dann auch die Straßenbahn teilweise auf Serpentinenstrecken rauffährt und so weiter, weil es dann durch den Park durchfährt. Und in einem dieser Parks, im zentralsten Park, ist dieses Veranstaltungszentrum drinnen. Und am Rande dieses Parks haben wir gewohnt und dort geht auch diese Flaniermeile los. Also wir waren so richtig mittendrin im Gewühl und das war sehr nett. Ja, schön, ich stehe auf Parks in der Stadt. Mhm. Dann vielleicht noch eine kleine Besonderheit, wenn man dort, Dankeschön, wenn man dort sich was kaufen will. Bei uns ist ja alles versupermarktet. Mhm. Und also sind, wenn man so durch die Stadt geht, also es ist schon sehr dominiert alles doch von Ketten und so. Das ist dort teilweise schon auch, also man findet schon die großen Ketten auch alle, aber es sind noch sehr, sehr viele kleine Geschäfte. Und insbesondere eine Art von Geschäft ist sehr witzig für unsere Augen. Die sind nämlich in Fußhöhe quasi. Also die sind angesiedelt in den Tiefparterren der Häuser. Und man geht nicht in das Geschäft, um was einzukaufen, sondern es ist wie bei uns vielleicht ein Kebabstand oder so wäre, das ist dort im Haus dann eingebaut. Die Fenster stehen offen, die Verkäufer und Verkäuferinnen lehnen auf Schemeln drinnen, sodass sie dann mit den Ellbogen am Fensterbrett aus dem rausschauen. Und man selber als Käufer kniet sich von außen auf ein Polster und kann dann so sagen, was man haben will. Und also man betritt das gar nicht. Man betritt das überhaupt nicht. Man kann reinschauen in das Geschäft und sieht da die Regale vollgeräumt und kann sie beraten lassen und so weiter. Die haben auch einen speziellen Namen, den haben wir nicht gemerkt. Das hat was mit Knie zu tun, weil eben erwartet wird, das stammt etymologisch vom Knie ab, wenn man sich dorthin kniet. Und so kauft man dann dort bei solchen Standeln was ein. Super Pizza auch. Apropos Pizza, jetzt haben wir gerade super Essen. Ja, sagen wir kurz. Ich glaube, ich gebe mal zumindest das Wort ab. Ja, ich weiß nicht, nur nicht an mich. Ja, jetzt habe ich zwei. Jetzt kann ich. Also, ja, jetzt kannst du mal. Ich mache einen kleinen Zwischeneinschub. Genau. Ja, letzte Woche hat ja das Slash Filmfest gestartet, ein Horror- und Fantasy-Filmfestival, das ich bis auf letztes Jahr eigentlich immer sehr regelmäßig besucht habe. Und ich hatte auch meinen ersten Film dort und ich habe eröffnet mit dem Film Headshot. Genau. Und um es gleich vorwegzunehmen, meine ersten zwei Filme auf dem Slash Filmfest waren keine Horrorfilme. Ja, was aber auch nicht so erstaunlich ist, weil es ist ja Horror und Fantasy und eigentlich, es ist auch immer ein, zwei Animationsfilme dabei.
und auch einiges an asiatischem Kino generell. Das heißt, man kann einfach jede Menge seltenes, skurriles Zeug dort sehen. Deswegen, ich kenne auch Besucher des Slash Film Festivals, die sich überhaupt gar keinen Horrorfilm dort anschauen. Also die diesen Horror-Aspekt komplett weglassen. Und Headshot habe ich mal ausgesucht. Das ist ein indonesischer, ultra brutaler, schneller Martial Arts Action Movie. Und ich habe ihn deswegen ausgesucht, weil da spielt der Hauptheld mit eines vergangenen, also eines älteren Actionfilms, der sehr für Aufsehen gesorgt hat, nämlich The Raid hat er geheißen. Den hat anscheinend vielen Leuten gefallen. Ich habe ihn mir auch angeschaut damals. War so mittelmäßig begeistert, aber ich habe mir gedacht, naja, ein Action-Movie vielleicht zum Start wäre nicht so schlecht. Besonders, ich kann mich schon auch freuen, wenn ein Action-Movie ästhetisch irgendwie gut choreografiert ist, gut aufgenommen ist und wenn der Bösewicht halbwegs so charismatisch fies ist. Ja? Also dann braucht es bei mir jetzt auch keine hyperintellektuelle Handlung zu sein, sondern dann fließt der Movie eigentlich so dahin für mich. War jetzt bei diesem Film nicht so, um die Handlung kurz zusammenzufassen. Es gibt auf dieser Insel einen Bösewicht, der im Gefängnis sitzt und hingerichtet werden soll. Und wie es so kommt, entfleucht er aus seiner Zelle, wo schon sehr viele Polizisten sterben. Und dann kommt so ein Schnitt in der Handlung und es wird übergeblendet zu einer Doktorin, die gerade einen Koma-Patienten pflegt. Und dieser Koma-Patient wacht auf und erinnert sich aber nicht an seine Vergangenheit. Und so über die Zeit des Movies wird halt aufgedeckt, dass dieser unter Gedächtnisverlust leidende Mann einem Verbrecher, einer Verbrecherbande angehörte, dessen Oberhaupt dieser Fiesling ist, der aus dem Gefängnis entkommen ist. Ja. Und da beginnen für mich irgendwie schon die Probleme irgendwie so mit der Handlung, weil so das Ding dieses Oberfieslings ist, er entführt Kinder und dann lässt er diese Kinder oder bildet diese Kinder selber in so einem geheimen Hauptquartier, das er irgendwo so im Wald hat, zu Verbrechern und Killern aus. Und das macht er, indem er sie zum Beispiel in einen Brunnen wirft und sie tagelang raushungert und nichts zu trinken gibt und dann wirft er eine Wasserflasche rein und dann sind diese Kinder irgendwie gezwungen, sich um diese Wasserflasche zu kämpfen und sich gegenseitig umzubringen. Was dann rauskommt, ist eine mörderische Psychopathentruppe, die wahnsinnig loyal gegenüber ihrem Chef sind. Ja. Bis auf dieser Amnesie-Typ, der ist anscheinend untreu geworden und deswegen wollten sie ihn auch irgendwie entsorgen und haben ihn erschossen und dann ist er irgendwie eben mit Gedächtnisverlust aufgewacht. Ja, also um es dann das lange, bis jetzt lang erzählte, auch abzukürzen, seine Freundin, die Doktorin, wird entführt und er kämpft sich durch, bis er zum Oberboss irgendwie kommt. Also wie man es auch erwartet. Was für mich aber irgendwie nicht funktioniert hat, weil der Oberboss für mich halt so irgendwie komisch, uncharismatisch gewirkt hat, beziehungsweise hat sich mir auch aus der Handlung überhaupt nicht erschlossen, warum die jetzt so super loyal gegenüber dem Typen sind, warum auf einmal ist der Kippschalter gegangen ist und diese Kinder nicht versucht haben, irgendwie zu fliehen, sondern dann eben zu dieser Verbrecherbande geworden sind und ihn als ihren Vater irgendwie angesehen haben. Aber naja, vielleicht habe ich da auch ein paar Seitentöne. Ja, kann man vielleicht so motiviert sein. Vielleicht habe ich da auch irgendwie so ein paar asiatische Aspekte nicht mitbekommen oder missinterpretiert. Das hat einfach für mich nicht funktioniert. Abgesehen davon, wenn man sich den Movie anschaut, kann man sicherlich durchaus auch einen Unterhaltungswert daraus ziehen, weil er sehr, sehr schnell ist und dann auch gute Martial Arts Szenen zeigt und dann zwischendurch auch dieses typische, wo das ganze Publikum, das ist ja schön am Slash Film Fest, das ist ja ein bisschen belebteres Publikum, das legt auch ein bisschen mit. Also wenn dann so die Knochen rausstehen aus dem Ellbogen oder so, dann geht auch ein Raunen durch den Saal. Also die Leute empfinden durchaus mit dem Schmerz. Ja. Aber ich schaue mir auch extra Filme an, wo ich mir jetzt nicht denke, dass so, das ist eine sichere Kugel, das gefällt mir, sondern ich möchte ein bisschen
Bandbreite gewinnen. Und gerade, ich meine, koreanisches Kino habe ich eine Zeit lang viel geschaut, japanisches Kino und chinesisches Kino ein bisschen, also japanisches eigentlich mehr, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und deswegen war das jetzt so ein willkommener Ausflug. Und dem nicht genug habe ich mir am nächsten Tag, das war glaube ich dann der Samstag, um 18 Uhr angeschaut, The Mermaid. Und das ist, das war ein Gegenprogramm, das hat mir schon sehr viel besser gefallen. Das war nämlich eine chinesische Komödie. Und diese chinesische Komödie hatte das Thema, dass es in irgendwo in China an einer Küste lebt ein Meerjungmänner- und Meerjungfrauenvolk. Und die sind aber in großer Not, weil böse Kapitalisten und große Firmen haben ein Sonarsystem installiert, was sie komplett fertig macht. Sie haben dann daraufhin, schmieden sie den Plan, sie schicken einen ihrer hübschen Meerjungfrauen zu einem dieser Obermilliardäre-Firmenbosse hin, um diesen umzubringen. Und natürlich unter falschem Vorwand, sie gibt sich irgendwie aus, als sie schlägt sich auf die Party und gibt ihm irgendwie eine Karte, er soll sie mal anrufen und so. Schon Beine. Und nein, hat sie nicht. Aber es wird, sagen wir, auf kreative Weise mit Röcken und speziellen gelben Turnschuhen, in denen die Flossen stecken, kaschiert sie es. Also zumindest kriegen das die Mitbewohner dieser Welt nicht mit. Selber als Zuschauer schaut das Ganze sehr witzig aus, weil sie die ganze Zeit halt so rumwatschelt und auch damit Skateboard fährt. Also, ja. Und da merkt man schon, ich meine, teilweise bei diesen, also bei chinesischen, japanischen und überhaupt asiatischen Komödien, wenn die mal ins Blödeln kommen, machen die keine Gefangene. Also da wird es also von Slapstick, Ausrutschen, sehr viel körperlichen Klamauk, da wird einfach nichts ausgelassen. Und das ist zum teilweise wirklich, wirklich schön und auch sehr lustig. Ich meine, es ist dann natürlich klassisch. Sie trifft dann diesen Milliardär und er findet sie zuerst komisch, aber natürlich verliebt sich der Milliardär dann in sie und so entspinnt sich dann auch eine Romanze zwischen den beiden. Der Milliardär wird da besonnen. Und es gibt halt, es gibt dann immer zwischen dem Laptop, wo man sich denkt, Slapstick, wo man sich denkt, ja, ist schon lustig. Also für einen Sonntagnachmittag kann man sich das schon anschauen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt normalerweise auch so ansehen würde. Bis halt dann auch so wirklich dann schmerzhaft befremdlicher Humor, weil es gibt zum Beispiel ein Mitglied dieses Volkes, der sich auch unter die Menschen schleicht, der ist eigentlich ein Oktopus, also unten keine Schwanzflossen, sondern hat so mehrere Arme. Und da kommt es auch zu der Szene, dass er sich als Koch ausgibt in einem dieser Rendezvous und wird dann auch gezwungen, seine eigenen Oktopusarme zum Teil zuzubereiten. Es ist halt absurd. Es ist halt over the top. Das heißt, wollte ich euch sagen, also wenn man so erzählt, da muss man sich anschauen. Aber abgesehen. Moment, seine eigenen? Ja. Aber dann hat er die ja nicht mehr. Ja, nur zum Teil, weißt du, er hat ja mehrere dieser Arme und er hat ja die, also er hat als Koch das unter einer Schürze irgendwie versteckt und zwei Beihilfsköche und sagen wir mal so, er verliert auch zwei dieser Tentakel aufgrund dieser. Ja, es ist wirklich komisch, aber ja, da muss man den Film sehen, um das zu verstehen, den Humor. Genau, genau. Also was ich mir aber gedacht habe, im Vergleich vielleicht zum amerikanischen Komödienkino dieser Zeit oder so, sie schaffen es dann schon auch mit so einer treuherzigen Naivität und auch einem sehr schönen Setting, zum Beispiel ihr Hauptquartier von diesem Volk ist so ein großes Schiffswrack, ja. Und sie zeigen halt so wunderschön, wie sie durch so einen kleinen Häuschen, eine kleine Luke runterrutschen und mit diesen Schwanzflossen durch dann mit einer Zwischenstation bei einer Halbpipe und dann ins Becken und so. Es ist ein sehr farbenfroher Film, natürlich sehr gute Kiestöne und solche Sachen. Und es macht dann echt Spaß zuzuschauen, weil es einfach visuell und auch einfach von diesen Tricks, die sie machen und so, einfach auch ein wirklich hübscher Film ist. Geht flott dahin. Also das war eigentlich eine positive Empfehlung. Und atmosphärisch kann ich noch sagen, zum Slash-Filmfest immer eine große
eine große Freude. Gibt auch schon so nach zwei Filmen aber schon ein bisschen den Running Gag irgendwie im Publikum, immer wenn der Film beginnt, zischt einer mit einer Bierdose und der ganze Saal beginnt sich hinzulachen, dürfte sich schon so ein bisschen hinziehen. Mal schauen, wie das bei den restlichen Filmen ist. Und war ein guter Einstieg und ich freue mich dann schon mehr zu berichten. Mein großer Tag wird dann übermorgen sein. Na, morgen Mittwoch oder am Donnerstag? Ich glaube am Mittwoch, morgen. Da habe ich dann ab 18 Uhr schaue ich mir drei Filme hintereinander an. Das Ui. Durchaus lang, da bin ich sehr gespannt. Gut. Wir können zurück nach Sofia vom fernen China. Du hast gesagt Biertauchen, wir sind bei den Biertauchern. Bierdosen, wir sind bei den Biertauchern. Ja. Und ich habe dort was getrunken, das erste Mal in meinem Leben. Ich glaube, man spricht es Boza aus, man schreibt es B-O-Z-A, wenn man es lateinisch schreibt. Ja. Kennst du das? Nein, sagt mir überhaupt nicht. Mhm. Das schaut optisch aus wie Kakao, hat aber mit dem relativ wenig am Hut. Es gilt als Bier. Ursprünglich wurde es aus Hirse gemacht. Mittlerweile verwendet man auch andere Getreidesorten dafür. Okay. Und das ist ein fermentiertes und vergärtes Getränk. Aha. Den Geschmack kann ich fast irgendwie nicht beschreiben. Es ist einfach nur unbeschreiblich. Was nicht arge Begeisterung ausdrücken soll. Es ist leicht säuerlich. Es ist leicht bitter. Es ist auch süß dabei. Schaut, wie gesagt, optisch wie Kakao aus. Es hat mich nicht gewonnen. Ja. Ist bulgarisches Nationalgetränk. Ach, das Alkohol, wenn du... Hat Alkohol, nicht sehr viel. Ich habe nicht genau einen Prozentsatz gesehen. Es gilt als leicht vergehrt. Also nichtsdestotrotz wird teilweise auch mit Kindern damit geworben und so. Mit Kindern, nicht für Kinder. Also früher war das so in alten Werbungen. Weil man so stark wird davon und so gesund wird davon, weil das super ist, aber Getreide. Das hat es auf der Konferenz gegeben. Das hat mich nicht wirklich begeistert, das Boza. Aber es war ein neues Erlebnis. Was man üblicherweise dazu isst, also das wird immer getrunken, auch schon in der Früh und so, was habe ich gelesen dann im Nachhinein. Was man dazu isst, durchaus ist Panizza. Okay. Das würde ich bezeichnen als Käsebörek. Das also generell relativ viele von den Speisen und Getränken und so, die man dort kriegt, haben ein türkisches Äquivalent. Es ist ja schon relativ nah, oder ein griechisches Äquivalent, relativ nah an Griechenland und der Türkei, und dementsprechend auch die Speisen. Also dieses Panizza hat für mich wirklich ganz genau wie Käsebörek geschmeckt. Gibt es auch in warm und in kalt und so. Also dieses, wer das nicht kennt, das sind so Blätterteigtaschen, wo eben Schafkäse drin ist, kann anderer Käse auch drin sein. Ich hab's gern. Ja, aber sehr gern. Also das waren die Esssachen, das hat es im Hotel davon gemacht, das war nicht so. Und vielleicht noch auch andere. Mit dem Getränk, oder? Nein, das Getränk hat es nur auf der Konferenz gegeben. Mhm. Habe aber auch nicht sehr viele Leute gesehen, die das getrunken hätten. Also die Fruchtsäfte sind mehr gegangen dort und Mineral und Kaffee. Kaffee hat mir ehrlich gesagt nicht von den Socken gehaut, den sie dort hatten. Aber es war, ja, es ist gegangen. Generell waren alle super freundlich auf der Konferenz. Also das war eine toll organisierte Konferenz. Unheimlich viel Personal, unheimlich viele Wachleute dort. Nicht, dass jetzt irgendwas Wüstes dort vorgefallen wäre, aber es war dauernd irgendwer da und hat irgendwas organisiert und gekriegt und so weiter. Also so super, super Geschichte. Vielleicht noch eine Sache zum Hotel, was nicht so angenehm für mich war. Einmal hatte ich einen leichten Notfall, sprich musste auf meinen Server, habe aber einen Laptop mitgehabt, ich habe mein Chromebook da herum immer gehabt. Ja. Was sehr nett war, das Internet im Hotel war offen, im Sinne von, also keinerlei Sperren, was Ports angeht, also SSH kein Problem. Schön. Konnte damit in einer Mittagspause, statt mich zu erholen von der Konferenz, dann das Problem fixen, war damit auch gut erledigt. Aber was wirklich cool war, das Internet in dem Hotel. 21 Megabit Downstream, 15 Megabit Upstream im WLAN. Im letzten Zimmer im Hotel. Aha. Pingzeiten auf meinen Server nie mehr als eine Millisekunde. Unglaublich. Ehrlich? Ich weiß, wo dein Server steht. Ja, mein Server steht in Wien. Also
das ist auch zu Sofia zu sagen und dann ja, eben zu den großen Städten in Bulgarien, die ist eines von den Ländern mit der besten Internetanbindung. Mhm. Sehr offensichtlich. Unheimlich viel also. Glasfaser und so weiter. Und echt, also das war genial dort. Ne, cool. Und auf meinem Server zu arbeiten, war wesentlich schneller als von zu Hause aus. Wirklich, das war die geringere Latenz, das habe ich einfach auch gespürt. Also das, auch wenn du Webseiten aufgerufen hast, was bindest du irgendwo und du drückst Enter, dann wartest du ein bisschen und dann kriegst du die Seite hingeknallt. Und dort drückst Enter und die Seite. Und das bin ich einfach nicht gewohnt. Ja. Und egal, wo der Server jetzt war, was man schon gemerkt hat, der DNS-Server, der hat nichts gecached gehabt. Also der erste Aufruf an einer Seite, den man kurz gebraucht, bis der DNS-Server das hatte. Aber ab dem Zeitpunkt, jede weitere Seite von der gleichen Domäne war instant an. Das war wirklich beeindruckend. Also Internetverbindung, da machen sie uns was vor. Ja, auf jeden Fall. Und das Interessante ist irgendwie, von Wien aus gibt es ja eine Richtfunkstrecke Richtung Osten. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo genau hin. Aber zum Teil sind die, glaube ich, über Richtfunkstrecken sogar angebunden. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber das war viele Jahre so. Und trotzdem sind hauptsächlich dadurch besser als wir, weil sie halt keine Infrastruktur hatten. Hm. Und als sie auch Infrastruktur aufgebaut haben, haben sie direkt das Neueste und Billigste genommen, weil Glasfaser ist günstiger als Kupfer. Das wissen die meisten gar nicht, weil ja überall Kupfer gelegt wird. Mhm. Aber das hat für die Telcos halt große Vorteile, wenn sie Kupfer legen, weil das bekommen sie subventioniert, Glasfaser nicht. Auf der Konferenz des WLAN ist immer wieder mal eingebrochen, also das haben sie nicht ganz auf der Reihe gehabt, aber wenn es da war, war es wieder alles instantan. Mhm. Also die Latenz dort ist einfach gigantisch, das war wirklich cool. Das lohnt sich fürs Internet dorthin zu ziehen. Ja, da hat man dann wieder gespürt, was alles geht. Was möglich wäre. Biertaucher gibt es ja dort keine, und dann ist man Rosa-Taucher dort auf. Nicht. Ich koste mal geben. Vor. Ja, vielleicht sollten wir dann die Bierkisten wöchentlich transportieren lassen. Ja. Eiern kriegt man dort, das habe ich auch von dort getrunken. Mhm. Ich habe es im ersten Blick gar nicht erkannt, weil es eben auch zyrillisch angeschrieben war, aber haben wir dann doch erkannt und haben wir dann getrunken. War, ja, hat wieder ein bisschen anders geschmeckt. Also, das schmeckt natürlich überall ein bisschen anders. Das schmeckt. Jupp. Köstlich. Mhm. Und einen Radler, bitte. Jupp, das war einmal so für die Stadt. Mhm. Habt ihr von den Sightseeing-Spots auch irgendwie was sowas? Wir waren nirgendwo so drin, wir sind nur rumgelaufen. Okay, da gibt es so eine uralte Kirche, da sind wir noch dabei. Und die ist sehr viele von den Gebäuden, dort sind sie so richtig monumental. Also alles, was so staatliche Sachen waren, die vielleicht an uns dazu entweder zur kommunistischen Zeit saniert worden sind oder aufgebaut worden sind oder erweitert worden sind oder so. Aber auch von vorher noch ein Zitat aus einem Reiseführer: bis 1940 oder so hätte Sofia sowas wie ein Paris des Ostens werden können. Mhm. Also wirklich schöne Häuser. Tendenziell, was Bukarest geschafft hat, also Bukarest ist vielleicht, was Architektur angeht, schöner. Okay. Bukarest ist deutlich größer. Aber Sofia ist auch durchaus schön. Also in der Innenstadt durchaus schön. Also in der Innenstadt sind es auch mal renoviert. Aber du siehst es auch in der Fußgängerzone, gehst, also das ist so quasi der Graben oder die Kärntnerstraße, wo du entlang gehst, über die Geschäfte, über die Lokale. Manche Häuser top renoviert und 1A. Bei anderen Häusern ist im Erdgeschoss die Zara-Boutique und im ersten Stock fällt die Fassade von der Wand. Also das ist dann doch interessant. Mhm. Also, dass die Ketten das gar nicht erzwingen, dass die Fassaden über ihren eigenen Geschäften saniert werden, fand ich ganz interessant. Weil es halt auch ein bisschen andere Kultur dann vielleicht auch als bei uns. Mhm. Man sieht bei vielen Häusern so Flickwerk und so, also das Stückel wo noch ausgebessert und so, damit es nicht reinregnet und so. Also das ist schon teilweise. Du siehst schon, dass es halt wirtschaftlich deutlich schlechter geht als damals. Straßenbahnschienen, wo wirklich, also du siehst in der Straßenbahnschiene quer den Riss durch. Es wird aber nicht repariert, da fahren sie weiterhin drüber. Also das ist schon ein bisschen anders. Durchaus auch, genau, roughe Ecken. Ja, absolut. Ja. Ja, die Konferenz. Die Talks waren Mai. Wirklich? Was? Mai, ja, ich war nicht wirklich begeistert. Vielleicht bin ich ein bisschen rausgewachsen aus dem Ganzen mittlerweile schon.
es war die zweite Euruco für mich. Also ich war letztes Jahr in Salzburg auf der, da war er ja ganz begeistert. Mhm. Wobei, vielleicht ist es halt auch so, wir haben dann nachher darüber diskutiert, vielleicht zieht halt Salzburg doch auch die besseren Speaker an, weil es halt bekannt ist und so weiter. Es war jetzt nicht furchtbar, aber es hat mich nichts wirklich von den Socken gerissen. Ich habe nicht allzu viel Neues mehr gelernt. Es war relativ viel Infrastruktur rundherum, relativ wenig Hobby eigentlich, hobby-spezifisch. Es waren, auf was ich eingehen will, sind die zwei Sachen, die ich vorher angesprochen habe, die Keynotes. Die zwei Keynotes sind gehalten worden am ersten Tag von Yukihiro Matsumoto, genannt Mats, das ist der Ruby. Erstentwickler, Erfinder, wie man es nennen will, Schaffer, der hat Ausblick gegeben, momentan sind wir bei Ruby 2.3, auf Ruby 3.0, was das denn liefern wird. Also was ist das, woran sie gerade konkret arbeiten? Weil es gibt eigentlich fundamental zurzeit nichts, was jetzt unmittelbar bevorsteht. Also es wird dann an Ruby 2.4 gerade gearbeitet. Das ist aber nicht viel mehr als Bugfix und ein bisschen Geschwindigkeitsgeschichten. Viel mehr tut sich da jetzt beim nächsten nicht. Okay. Aber 3.0 wird der große Sprung werden, das ist der Plan. Wobei da schon angekündigt ist, es wird nicht heuer kommen, also nicht 2016, und es wird nicht nächstes Jahr kommen, also auch noch nicht 2017. Und sie wollen die drei großen Sachen lösen, die für sie wichtig sind. Das eine ist das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Ruby 3.0, 3x3.0. Sie wollen dreimal so schnell sein wie 2.0. Ui. Sie sagen, sie sind auch jetzt schon so 30-40% schneller, als sie es waren mit Ruby 2.0 bis 2.3, weil sie einiges beim Garbage Collector geändert haben. Mhm. Also sie messen eh nicht zum aktuellen, sondern sie messen zum letzten 2.0er eben. Das ist die eine Geschichte. Ist also haben sie ein bisschen ein Wegstück schon zurückgelegt. Ganz genau. Also das ist durchaus realistisch. Was spannend ist, das zweite Kapitel ist Concurrency. Also wie schaut es aus mit Parallelprogrammierung? Da gibt es ja Distributed Ruby, aber nichtsdestotrotz ist das alles also nicht Common Sense, nicht im Core drinnen. Und wie schaut es aus mit dem Global Interpreter Lock, also der Geschichte, dass man halt wenn man auf gewisse Speicherbereiche zugreift, dort ein Lock drauf hat und wirklich andere Threads dann nicht drauf zugreifen können, also man muss dieses Lock dann freigeben, damit es sichergestellt ist, oder man muss explizit sicherstellen, dass man thread-safe ist in seinen Programmen, damit da wirklich auch mehrere Threads parallel arbeiten können. Mhm. Da gibt es mittlerweile Konzepte, an denen sie experimentell arbeiten. Also da gibt es eine kleine Sprache, die der Mats jetzt nebenbei entwickelt, wo er all diese Sachen sag mal ausprobiert, das klingt ein bisschen so nach Pfuschen, aber so experimentiert, genau, das war das Wort, ja, was ich gesucht habe. Also ist in Arbeit, aber es ist noch nicht einmal wirklich klar, ob dieses Konzept, von dem er gesprochen hat, so in der Form umgesetzt wird, weil es wirklich alles noch sehr experimentell ist. Und das dritte Thema ist, wie es aussieht mit Typsicherheit, also Typisierung, statische Typisierung, kommt was in die Richtung? Wahrscheinlich nicht, aber was wohl kommen wird, ist etwas, das sie Duck Inheritance nennen. Also es wird nicht erzwungen, dass du jede Variable statisch deklarierst und die bleibt dann da drauf, sondern es wird, du sollst wohl es können in Zukunft deklarieren, du sollst es aber nicht müssen. Und wenn etwas aus etwas anderem abgeleitet werden kann, dann soll das geschehen. Also so nach dem Motto, besser man weiß es von 80%, was es für ein Typ ist, als man weiß es von gar nichts. Okay. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, wozu überhaupt, wir haben es ja bisher auch nicht wissen müssen, hat ja bisher auch funktioniert. Wer soll das denn wissen, wozu ist das denn gut? Der Compiler soll es wissen, welcher Compiler. Also es soll wohl einen JIT, einen Just-in-Time-Compiler geben, der dann Typen kontrolliert und auf die Art und Weise im Kompilierungsschritt schon viele potenzielle Fehler findet, die du sonst erst zur Laufzeit findest. Das ist die Hauptidee dahinter. Fürs Debuggen. Fürs Debuggen, Laufzeitfehler zu verringern, sie zu Compile-Zeitfehlern zu machen, dass du sie, bevor du den Code deployst, behebst. Das ist so die Idee dahinter.
Buch oder haben Sie sich was vorgenommen? Haben Sie sich was vorgenommen? Für alle in der Ruby-Szene nicht wirklich was Neues. Also das ist so schon klar, dass das der Plan war. In die Richtung geht es auch. Und das ist auch das, was modern ist und warum es zurzeit so geht. Der Talk war wieder mal, wie von Mats immer wieder, relativ schwer verständlich. Sein Englisch wird tendenziell schlechter und nicht besser. Aber es war immerhin klar, also er bringt seine Ideen, finde ich, klar rüber. Es wurde auch aufgezeichnet, ich hoffe, es wird dann auch veröffentlicht. Dann werden wir es verlinken, wenn es veröffentlicht wird, den Talk. Sehr gut. Weil ich halte ihn schon für hörenswert. Auch wenn er jetzt nicht die urneuen Sensationen rausbringt. Es hat für mich wieder ein bisschen so das rübergebracht. Das Bild, das ich von ihm halte, das einfach sehr nett ist. Also da gibt es dieses Minswan, dieses Paradigma oder dieser Spruch in der Ruby-Szene, dieses Mats is nice, so we are nice, das hat sich auch wieder bestätigt. Also es bilden sich dann nachher immer die Selfie-Gruppen mit ihm und so. Also der ist sehr, sehr approachable. Der ist einfach sehr nett, der Typ. Das war das Wesentliche für mich von Tag 1 und das Wesentliche von Tag 2 war die Keynote oder der erste Talk am zweiten Talk vom José Valim. Das ist der Schaffer vom Elixir, also von der Sprache, von der ich in letzter Zeit dauernd rede. Ja. Wie ich schon erzählt habe, das ist ein Mensch, der aus der Ruby-Welt kommt. Also dem sehr vieles in der Ruby-Welt eben auch gefallen hat, manches eben missfallen hat und wo er dann auf der Suche war nach einer Sache, ist auf Erlang gestoßen, was ihm einerseits sehr gefallen hat, was für ihn aber nicht so angenehm zu programmieren war wie Ruby, jetzt ganz, ganz krass gesagt, und darum hat er begonnen mit dieser ganzen Elixir-Geschichte. Erlangen ist ja so ein bisschen der heilige Gral für Parallelprogrammieren, oder? Für Parallelität. Kann man durchaus so sagen, es gibt keine genauen Zahlen, aber es in der Größenordnung, so 50% vom GSM-Traffic läuft wohl noch immer über Erlang-Maschinen irgendwie drüber. Genau, das kommt, ja. Das heißt, da ist wichtig, dass die Telefonie stabil bleibt und also es ist nicht akzeptabel, dass für 3 Minuten das Telefon jetzt runtergefahren wird, weil gerade ein neues Update am Switch eingespielt wird. Du wirst nicht normalerweise von deinem Telefonie-Provider angerufen. Ja, jetzt kann es sein, die nächsten 10 Minuten haben es kann. Es ist einfach nicht drin, es muss immer gehen. Und auch ein Dropped Call, also ein Anruf, der abbricht, das ist eigentlich nicht akzeptabel. Also das ist so eine Anforderung zum Beispiel. Neue Software muss parallel ausgerollt werden können. Die alte Software muss noch so lange laufen, wie jemand diese Software benötigt. Also sprich, solange der Telefonie-Call da noch läuft, muss das noch mit Leuten gehen. Und der nächste Anruf geht dann halt mit der neuen auf der gleichen Maschine. Das sind so Anforderungen. Im selben Prozess? Im selben Betriebssystemprozess ja, im selben Erlangprozess nein. Also, ja, das stimmt. Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache der Terminologie aufpassen. Bei Erlang gibt es noch andere Prozesse. Bei Ericsson garantiert eine Verfügbarkeit von 99, jetzt kann man sich aussuchen, wie viele 9 dahinter dran, aber es sind eher viele als wenige. Und normalerweise werden die angegeben exklusive geplante Downtimes. Ericsson geht dahin inklusive geplanter Downtimes. Das heißt also, geplante und ungeplante Downtimes sind, geplant ist Software-Update oder die Hardware wird ausgetauscht. Muss ich vorstellen, die Hardware wird ausgetauscht. Da garantiert Ericsson immer noch eine 99,999%ige Verfügbarkeit. Und andere sagen, ja, bei Hardware-Austausch kann man ja nicht machen ohne Downtime. Also du kannst das System ja verschieben auf andere Rechner und solche Sachen. Das ist also die Idee dahinter. Einerseits gibt es eben diese virtuelle Maschine im Erlang, die heißt dort Beam. Und andererseits gibt es dieses ganze Framework, das sich darum kümmert, dass solche Sachen möglich sind, wie Überwachung von Prozessen. Wenn ein Prozess verschiebt, dass automatisch ein neuer gestartet wird und so. Das Ding heißt OTP. Das ist, hieß früher mal Telekom-Protokoll, mittlerweile heißt es eigentlich nur mehr OTP. Auf den baut eben dieses Elixir auf. Und die zentrale Aussage von dem Talk am zweiten Tag von José Valim war, die 3 großen Probleme von Ruby, nämlich die Geschwindigkeit, die Parallelisierung und die Typsicherheit, oder sagen wir dieses halbwegs bequeme, nicht gezwungen sein, was zu typisieren, aber wenn es typisiert ist, wird automatisch abgeleitet, was daraus ableitbar ist und damit möglichst viele Fehler bei der Compile-Zeit gefunden. Genau die Probleme sind in Elixir gelöst. Ja, das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Und das hat dann diesen Moment für mich gebracht, da habe ich dann auch ein Foto davon gemacht, das war leider total unscharf, aber
das war für mich der Moment auf der Konferenz nach dem Talk von Mose Wallin, wo eine Traube von 40 Leuten rund um ihn steht und mit ihm spricht, während rechts daneben der Mats steht mit dem nächsten Speaker, der auch aus Japan gekommen ist und sich zu zweit mit ihm unterhält. Also so auf der Ruby-Konferenz wird gerade der neue Held gefeiert und der alte Held steht traurig daneben und spricht mit dem nächsten Speaker alleine. Das war so ein bisschen ein Sinnbild für mich, für diese Situation, in der wir uns da befinden. Es ist jetzt da kein böses Blut zwischen den Communities und es war sehr interessant. Das ist ja Ruby-Gruppe gewesen, oder Ruby-Community und Ruby-Konferenz, wo ich da war. Mhm. Und das Erste, was der Jose Wallin gefragt hat, war, ist, wir hatten schon gehört von Elixir und Phoenix, wir mögen doch bitte den Arm heben. De facto, der gesamte Saal hat den Arm gehoben. Also es sind alle daran interessiert zurzeit, was sich so tut. Was mich sehr überrascht hat, weil es war doch relativ neues, junges Publikum, was sich in einem anderen Tag bei einer anderen Frage gezeigt hat, wo die Leute gesagt haben, wo Leute gefragt worden sind, auf der wievielten Konferenz seid ihr gerade? Und auf der ersten Euruco waren sicher 90% vom Saal gefüllt. Also alle Hände waren oben, beziehungsweise bei der Gegenprobe waren kaum Hände oben. Also es waren 10% vom Saal. Mhm. Also auch die Neuen, die Jungen, auch die sind alle durchaus interessiert, was sich sonst darin tut. Was ich als Gutes zeigen gesehen habe. Dass man nicht nur stur sich die eigenen Sachen anschaut, sondern auch ein bisschen drumherum schaut. Ja, klingt wie da. Ich meine, in Ruby gibt es halt zurzeit, weiß ich nicht, 250.000 Gems und der Größenordnung wird es jetzt gerade sein. Wo ich angefangen habe, waren es um die 40.000 und das letzte Mal, wo ich geschaut habe, waren es schon über 200.000. Also es sind wahrscheinlich um die 250.000. Also Module, die andere Leute geschrieben haben, die man verwenden kann. Open Source Module im Großen und Ganzen. In der Elixir-Szene sind es zurzeit um die 25.000 oder sowas. Mhm. Also man ist in Elixir noch nicht so weit mit der Anzahl der Module, wie man war, wo ich mit Ruby angefangen habe. Ne? Also deswegen ist vieles noch gar nicht machbar oder mit sehr viel Aufwand machbar. Wenn man sich den Game selber schreibt. Wenn man sich das alles selber schreiben müsste. Da heißen die entsprechenden Dinge Hex-Packages, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Es ist vielleicht insofern nicht ganz das Gleiche, als in Ruby sehr oft ein Modul ist, was man dazu hängt. Manchmal aber auch eine eigene Applikation, die fast extra läuft, dann nennt sich das Ding Engine. In Elixir ist das eigentlich Standard, das Ding, was man sich dazu holt, das neue Ding, ist immer eine eigene Applikation. Und das ist diese Sache, die auch die Parallelität ermöglicht, dass eben alles segmentiert wird in getrennt lauffähige Applikationen, die dann nur Daten miteinander austauschen. Das ist so die Idee dahinter. Um dieses Problem des Shared Memories zu lösen, ist von vornherein nichts geshared und man schiebt sich die Daten immer nur per Nachrichten zu. Das ist das Wesentliche. Okay. Das ist das sogenannte ACTA-Modell. Genau, ganz genau. Das ist das ACTA-Modell. Eben nicht objektorientierte Sprache, sondern funktional, wobei das gar nicht so, also fühlt sich gar nicht so drastisch funktional an, da gibt es viel schlimmere Sprachen als Elixir. Also ich es, Haskell, das ist natürlich die klassische. Aber wenn man denkt, Erlang ist ja aus Prolog, einer logischen Programmiersprache, entstanden. Es erinnert auch eher von Programmieren her an Prolog als an Haskell. Aber es ist eine eindeutige Funktionalprogrammiersprache. Und Elixir ist sehr viel Syntaktik Sugar auf Erlang drauf. Also es hat unter dem Mäntelchen. Also unter Syntaktik Sugar bezeichnet man andere Syntax, also eine andere Schreibweise, damit Sachen leichter schreiben und leichter lesbar werden. Mhm. Und unter dem drunter wird sehr oft Erlang verwendet oder was selber implementiert auf der Virtual Machine. Und das macht es leichter lesbar und leichter handhabbar und damit wirkt es schon immer nicht mehr so funktional. Ja. Zum Beispiel kann man bei Elixir den Else-Zweig weglassen, während man in Erlang den Else-Zweig immer mit angeben muss. Auch wenn er leer ist? Auch wenn er leer geht gar nicht, es muss einen Rückgabewert geben. Okay. Also, ja. Ich möchte noch etwas dazu sagen zu Elixir versus oder wie Ruby. Und zwar, jetzt wird Elixir zwar als der neue Hype und ja, Parallelisierung ist gelöst, Typsicherheit ist gelöst und was war das dritte nochmal? Geschwindigkeit ist auch gelöst. Kann das nicht so einfach sehen, dafür gibt es andere Probleme. Zum Beispiel, Elixir ist nicht objektorientiert. Das muss man auch noch im Kopf haben. Funktionale Programmiersprachen sind für manche Menschen
sehr, sehr schwer zu erlernen. Also funktionale Programmiersprachen, wenn man sie als erstes lernt, ist es für jeden gleich. Ich wollte gerade sagen, insbesondere wenn man vorher objektorientiert oder wenn man vielleicht nur objektorientiert denken gelernt hat, dann ist das ein echter Bruch. Also das knirscht immer wieder bei mir im Hirn. Und dementsprechend für Leute, die damit Probleme haben, wird es auf jeden Fall sehr schwierig, das zu erlernen sein. Das sind jetzt allerdings, muss man jetzt auch berücksichtigen, das sind dann eher normale Programmierer. Ja, normale Programmierer, genau. Also wirklich Otto-Normal-Programmierer, nennen wir uns mal so. Wir zwei sind wahrscheinlich schon drüber hinaus. Wir haben über den Tellerrand hinausgeschaut. Wir kennen schon die Welt etwas weiter. Und es ist kein Problem mehr. Aber trotzdem, auch für mich, ist es so, dass Ruby immer noch bestimmte Dinge dieses Gefühl, in einer Programmiersprache zu schreiben, das ist irgendwie entweder familiär oder nicht. Und wenn man sich drin wohlfühlt, sollte man bei der Sprache bleiben, in der man sich wohlfühlt. Aber ich glaube, das ist jetzt eh so gesagt, wie man gerade denkt. Also das liegt halt bei uns sehr daran, dass wir das gewohnt sind. Also das ist nicht nur gewohnt. Ich meine nicht nur, dass es nur einfach tief in den Denkstrukturen verankert ist und damit familiär wird? Nein, weil ich habe mit Ruby nicht angefangen zu programmieren, sondern mit Java, mit C. Mhm. Und bevor ich Ruby gelernt habe, habe ich gerade Perl gelernt und habe dann angefangen, Ruby zu lernen, und ich fühlte mich vom ersten Augenblick drin wohl. Stimmt, das war bei mir auch so. Ja. Das war sehr schnell. Also, aber es war in Python eigentlich bei mir auch. Also Ruby hat mir dieses Wohlfühlerlebnis gebracht, und das ist ein ganz großes Verdienst von Mats. Der hat vieles richtig gemacht, einfach grandios richtig, und zwar nicht von der Programmiersprache her oder von der Engine her, sondern einfach von dem Gefühl, was diese Sprache vermittelt. Und das kann Perl nicht, das kann C nicht, das sind einfach knallhart Programmiersprachen. Die sind dazu gedacht, ein Problem zu lösen, während Ruby ein Gefühl vermittelt, ein familiäres Gefühl. Und das versucht Elixir auch, aber auch funktionale Programmiersprachen. Und das ist ein Grund, weshalb ich zu Elixir so langsam tendiere. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, dass ich nicht wechsle, sondern mir es auch aneigne und Projekte versuche mitzulösen. Während ich Erlang versucht habe, aber ich kam nicht so richtig rein. Ich habe mich da nicht wohl drin gefühlt. Also ja, es ist dieses Wohlfühlen ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges. Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, in welchem Reifegrad man in eine Sprache kommt. Also so nach der vierten, fünften Sprache war das mir alles noch relativ wurscht, weil da war ich noch nicht so tief drinnen. Und jetzt langsam verstehe ich mehr von Programmiersprachen. Mhm. Also jetzt tun auch viel. Es gibt im Elixir genauso Fehldesign-Entscheidungen. Mhm. Und wenn ich die jetzt sehe, die tun mir viel mehr weh, als mir früher die Ruby-Fehlentscheidungen wehgetan haben. Ja. Und man dachte, das hätte es auch noch gescheit machen können. Ja, also, man wird anspruchsvoll. Genau. Man versteht mehr dahinter, man weiß mehr dahinter. Und man wird damit auch anspruchsvoll. Ja, ich habe auch meine Liste an Kritiken an der Sprache Ruby sind auch ganz schön lang inzwischen. Also, aber sie beseitigen sich komischerweise so langsam. Also ja, es ist sehr nett. Und bestimmte Probleme, ich habe mir selber schon Gedanken gemacht, zum Beispiel Methoden, wie die definiert werden. Ich hätte das anders gerne, und zwar mit Hilfe von Lambdas. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja, wie ließe sich das und das und das lösen? Und bin darauf gekommen, eigentlich gar nicht. Da die Lösung, wie es derzeit ist, ist tatsächlich nur noch die beste. Und dieses Philosophische dahinter hat Ruby einfach schon ziemlich sauber gelöst. Also, Bei Lambdas sind ja eh ein funktionales Konzept. Mm, die haben in einer objektorientierten Sprache hart gesagt nichts verloren. Ne? Ich finde das in Ordnung. Ja, natürlich ist es angenehm, dass es eben gibt. Aber objektorientiert ist es nicht. Das sind glaube ich, das. Ja, aber man merkt jetzt, Lambdas ziehen jetzt in alle Sprachen Einzug. Java hat es jetzt auch. Ja, das Witzige ist jetzt, noch kleine Anekdote, Haskell, da mussten die Lambdas extra implementiert werden, damit es sie gibt. Auch in anderen funktionalen Programmiersprachen, Lambdas sind eigentlich nicht Bestandteil der Engine, sondern
sind Bestandteil der Engine und mussten dafür extra entwickelt werden, damit sie vorhanden sind. Und das ist auch in Ruby so, in allen Programmiersprachen. Und irgendwann, man wollte es in Prolog, einer logischen Programmiersprache, auch haben. Und hat dann versucht, das eben auch über die Engine zu lösen. Und irgendwann ist man drauf gekommen, Moment mal, wir können Lambda, wir brauchen nichts extra für Lambdas in Prolog zu entwickeln. Das geht auch schon mit den jetzigen Mitteln. Das heißt also, Prolog ist die einzige Programmiersprache, wo Lambdas drin sind, ohne dass man sie extra entwickeln musste. Aber es ist nur eine Anekdote und es ist irgendwie urig, eine Programmiersprache, wo man Lambdas eigentlich nicht erwartet hätte, dass man sie dort so einfach antrifft. Ja, wird die meisten jetzt wahrscheinlich nicht verstanden haben. Aber ja, klagende E-Mails an. Ja, genau, klagende E-Mails. Was ist denn Closure? Gut, oder eine Closure. Machen wir das nächste Mal. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Closure und Lambdas? Das würde es halt im Retten drauf. Ja, genau, das ist dann ein rein philosophisches Thema. Ja. Hast du noch andere Talks gesehen auf der. Ich habe mir alle angeschaut, bis auf alle. Den letzten, da bin ich dann aus Protest gegangen. Das ist von meinem ganz speziellen Freund, dem Nick Sutterer, den heute langsam aber sicher nicht mehr aus. Das ist ein Selbstdarsteller und da bin ich dann gegangen. Wer ist das denn? Mir sagt der Name gerade gar nichts. Das ist ein deutscher Ruby-Programmierer, der jetzt als Surfer in einer Surferstadt in Australien lebt und ist da Entwickler eines Add-ons für Rails, das sich, ich habe es verdrängt, wie das heißt, es ist eine zusätzliche Abstraktionsschicht, die sich zwischen den Controllern und den Views reinhängt und dort noch einmal eine zusätzliche Objektschicht reinbringt, aber es fällt mir trotzdem am Weg noch nicht ein, wie das heißt, na, vielleicht fällt es mir dann später ein. Also es ist ein Add-on fürs Rails, dass die Schwächen, die es hat hinsichtlich objektorientierter Programmierung, weil die hat es dort, glatt bügeln will. Also da gibt es dieses MVC-Pattern, das in Rails nicht nach der reinen Lehre implementiert worden ist. Und um einige Schwächen, die dadurch entstehen, rauszubügeln, ganz konkret geht es darum, dass tendenziell in Rails Controller und Models sehr groß werden, also dazu tendieren, dass man sie sehr groß programmiert und damit wird es unübersichtlich und das glatt zu bügeln. Da hat er ein Add-on geschrieben. Ich halte ihn als Menschen einfach nicht aus. Aber immerhin, ich habe ihn diesmal einmal nüchtern erlebt. Das ist ja auch schon mal was Schönes gewesen. Mein nüchtern? Also du warst nüchtern oder er? Er war nüchtern. Okay. Ich bin eigentlich bei so Konferenzen so gut wie immer nüchtern. Also während der Talks zumindest. Hat es denn wenigstens ein Add-on Hand und Fuß oder ist das... Absolut, das ist technisch auch okay. Ich habe mir es auch angeschaut. Ich hätte es auch verwendet, wenn ich ihn nicht gekannt hätte. Das war für mich wirklich ein Ausschließungsgrund, zu sehen, einerseits, dass er de facto der alleinige Entwickler ist und andererseits, dass ich dem Menschen alleine nicht vertrauen wollte. Also der hat sein Vertrauen für mich sozusagen so beschädigt, dass ich das nicht verwenden wollte. Ja. Ja, ist auch schwierig. Und tendenziell ist sein Talk immer so ein bisschen Pitch seiner eigenen Software bzw. Bashing vom Rails und das kann ich langsam aber sicher nicht mehr hören. Das ist dann irgendwann eine Fahrt. Weil es wird nicht qualitativ ausgefeilter, sondern es wird eher untergriffiger und es wird, ja, das ist eigentlich nicht wert, darüber zu reden. Vielleicht sage ich was Nettes, was Positives stattdessen. Es haben einige Teams vom Rails-Class auf Code sich vorgestellt. Also das ist, ich glaube, von dem Projekt habe ich schon mal erzählt, dass das über die ganze Welt verstreute Zweierteams von Frauen sind, die dann gecoacht an Open-Source-Projekten arbeiten. Und drei von diesen Zweierteams haben Lightning Talks dort gehalten. Und es war ganz nett sozusagen zu sehen, dass es da halt auch echte Menschen dazu gibt, die dann dort auftreten und sagen, was sie gemacht haben oder sagen, was für sie schwer war oder sagen, was sie jetzt vorhaben, solche Sachen. Das war ganz nett. Ja. Also die Lightning Talks waren recht nett. Die habe ich ganz gern gehabt. Es war ziemlich viel Infrastrukturzeug, also so, wie macht Heroku seine Infrastruktur, andere Datenbankkonzepte, Key-Value-Stores, so diese Geschichten. Aber das ist irgendwann dann einmal ein bisschen abgelutscht und daher... Ich bin ja von den ganzen Datenbankkonzepten wieder weg und
alles im Prinzip relationale Datenbanken, ist das Nonplusultra immer noch. Alles in Memory in Prozessen halten. Ja, Moment mal, das schließt ja relationale Datenbanken nicht aus. Das macht sie obsolet. Du meinst jetzt im Prozess? Ja, im Prozess. Okay, das ist eine. Oh Gott. Ja, und dann fällt die Maschine mal aus. Autsch. Deswegen haben wir ja verteilte Systeme und redundante Systeme. Ja, dann haben wir gesagt, 9-9 reichen uns. Ja. Ja, sehr gut, das war die Konferenz. Jupp. Cool. Mhm. Klingt bunt, klingt vital. Ja, und so viel ist cool, also kann man ruhig hinfahren. Mhm. Ja, ich hätte auch ein informatisches Thema. Ja. Oh. Oh ja, aber bevor du das machst, ich habe noch einen kurzen Einschub. Ach so. Aber nur, ich werde euch sozusagen zur Markov-Kette hinspülen. Oh. Weil ich habe mir schon, währenddessen habe ich mir überlegt, ich habe noch einen Nachteil zu diesem Mermaid-Film. Nur ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, und den habe ich mir dann in Vorzeit, ganze Zeit überlegt, ich würde mich ärgern, wenn er nicht im vorkommen würde jetzt im Podcast. Ist nämlich, dass er einen sehr starken Umweltaspekt hat, insbesondere einen sehr fischfangkritischen Aspekt hat, weil es kommt dann auch eine Szene vor, wo dieses Meerjungfrauenvolk dann auch fürchterlich verfolgt wird und mit so Stangen, mit Klingen dran so aufgehakt wird. Das ist dann ziemlich herzzerreißend. Und das habe ich mir gedacht, okay, es ist ein ganz leicht flüssiger Film, aber durchaus hat er da ein Standing, was vielleicht im asiatischen Raum noch einmal anders und kritischer aufgenommen wird, weil die ja doch eine Fischfang und einen eigenen Zugang und Tradition dazu haben und diese Thematik, da bezieht dieser Film eindeutig Stellung und das fand ich, das habe ich ihm auch irgendwie, das hat ihm meine Sympathie gebracht. Sehr gut, ein bisschen Splatter vorhanden? Also in homöopathischen Mengen. Also, ach so, also okay. So, gerade so im Finale geht es dann. Also ist so ein bisschen, wenn du das Volk schon so ans Herz gewachsen ist und dann haken sie so mit Klingen auf ihren ein, das sehr schön. Steht ja. Ganz besser Effekt zumindest. Ja. Bisschen. Ja. Gut. Ja, Markov-Ketten. Ja, wie komme ich darauf? Fefe hat nur letztens, also boah, das ist schon fast 3 Wochen her, geschrieben, wahrscheinlich ist Trump ein Markov-Ketten-Generator. Hm. Und Hillary Clinton ein Cyborg. So. Okay. Ja. Wie man darauf kommt, kann jeder nachlesen. Postillon hat auch zum Thema Cyborg Hillary Clinton einen schönen Artikel geschrieben, fand ich sehr nett. Ja, aber was sind jetzt Markov-Ketten, bitteschön? Ich kannte sie einfach nur, ich wusste ungefähr, was es ist. Ich habe dann geschaut, habe mir gedacht, ja, vielleicht reiche ich das mal an und habe mir den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Ich habe kein Wort verstanden. Okay. Markov-Ketten auf Wikipedia ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Wikipedia nicht besonders verständlich ist. Und der zu Markov-Ketten gehört dazu. Ja, und dabei sind das mit Automaten und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich erkläre es mal, weil es ist schon ganz nett, was Markov-Ketten sind. Ja, bitte. Ich kenne den Begriff schon, aber es ist zu lange her. Also mir ist das auch. Ja, also Markov-Ketten sind nicht ausschließlich auf die natürliche Sprache anwendbar. Es gibt ein ganz großes Gebiet, in der Biologie haben sie Anwendung. Es ist ein stochastisches Problem. Aber jetzt mal ganz einfach erklärt, Markov-Ketten ist im Prinzip eine Möglichkeit, wie man einen Satz zusammenbauen kann, der irgendwie grammatikalisch sinnvoll ist und irgendwie auch danach klingt, als sei es ein natürlicher Satz, den ein Mensch geschrieben haben könnte, aber er ist es nicht. Und wenn man auf den zweiten Blick fällt einem auch auf, was soll das jetzt bitte? Also, das klingt so nach Antiwitz, oder? Es ist schon fast ein Antiwitz, ja, genau, so richtig. Zwei Hochhäuser sitzen im Keller und spielen Karten. Ja, sowas könnte durchaus rauskommen, ja. Also diese Sätze ergeben meistens keinen Sinn. Genauso, also Aussagen von Trump auch nicht. Und deswegen ist dir natürlich dann die Parallelität zu sehen. Okay, ja. Ja, und jetzt mal, wie Markov-Ketten gebildet werden. Also im Prinzip kann man anfangen, man fängt beim ersten Wort an. Ich nehme irgendein erstes Wort aus einer
aus einer Liste, das nennt man dann einen Knoten. Mhm. Und also man wählt irgendeinen Knoten davon aus, die möglich sind. Und jetzt gibt es bestimmte weitere Wege zu anderen Wörtern. Zum Beispiel, wir fangen mal mit dem Wort der an. Nach der kann zum Beispiel das Wort Elefant folgen. Das wäre durchaus ein Wort, was wahrscheinlich sein könnte. Maus wäre auch so ein wahrscheinliches Wort. Also der Maus ist auch eine Möglichkeit. Jetzt gehen wir weiter. Also nach Elefant oder Maus könnte küsst kommen. Okay. Maus küsst. Aber gibt es auch Elefant der, küsst? Weil der Maus, gibt es männliche Maus? Ich gebe der Maus Käse. Ah ja, nur als Beispiel. Richtig, direkt. Ja, ja, es ist nämlich nicht semantisch, sondern rein syntaktisch. Ja, schon in die Falle gegangen. Der Maus und auch grammatisch nicht korrekt. Ja, ja, noch nicht mal grammatisch. Die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Wörtern, okay. Ja, genau. Und also der Elefant. Und nach Elefant könnte das Wort küsst kommen. Mhm. Aber küssen wahrscheinlich eher nicht, aber küsst. Nach küsst könnte das Wort grün kommen. Küsst, grüne, wäre möglich. Mhm. Nach grüne könnte Spargel kommen. Mhm. Es gibt grüne durchaus, ja. Und nach Spargel könnte stichfest kommen. Nur so als Beispiel. Spargel stichfest kochen wäre so ein Beispiel, wo also jetzt einfach mal semantisch und auch für uns sinnbildlich. Und wir hätten jetzt ein Wort: Der Elefant küsst grüne Spargel. Was habe ich jetzt gesagt? Stichfest. Stichfest. Stichfest, genau. Das ist ein eine Markov-Kette der Ordnung 1. Korrekt, aber völlig sinnlos. Mhm. Und okay, also die Regel ist immer so, auf einem Wort folgt ein anderes, was möglich wäre. Genau. Und genau. Und wir können jetzt irgendwie auch hingehen, und wir haben ja vorhin schon, nach der kann auch Maus kommen, und nach Maus könnte auch das Wort küsst kommen, also der Maus küsst grüne Spargel stichfest. Ja, okay. Und warum Ordnung 1? Ja, jetzt kommt es. Wir haben immer von einem Wort das nächste Wort ausgewählt. Mhm. Nach küsst haben wir grüne ausgewählt. Nach der hatten wir Maus bzw. Elefant ausgewählt. Das ist Ordnung 1. Wenn man jetzt noch hingeht und das vorherige Wort davor noch betrachtet, dann ist es schon Ordnung 2. Ah. Und da gibt es schon sinnvollere Sätze, weil nämlich zum Beispiel der Elefant küsst kann sehr wohl vorkommen, aber der Maus küsst eher nicht. Mhm. Also das ist wesentlich unwahrscheinlicher. Das heißt, wir hätten damit der Maus küsst schon eher ausgeschlossen. Du schränkst die Auswahl ein, indem du noch strenger machst, indem die Glieder mehr aneinander hängen. Wenn ja, genau. Ach, also weil das schön davor auch noch betrachtet wird. Der Elefant küsst könnte sein, ja, doch, ist wahrscheinlicher. Elefant küsst grüne, ja, ist eher unwahrscheinlich, aber durchaus möglich, gar nicht so unwahrscheinlich. Elefant küsst grüne, Spargel, ja, okay, und grüne Spargel stichfest auch. Das heißt also, dieser Satz, der Elefant küsst grüne Spargel stichfest, ist immer noch möglich. Aber zumindest haben wir damit schon bessere Sätze, als Trump bilden kann. Das ist, ja. Also je höher die Ordnung, desto weit entfernt man sich der Trump-Ordnung-1-Kette. Ja. Also okay. Ja, das ist jetzt Anwendungen. Ich hätte halt von küssenden Elefanten Spargel, genau, glaube ich. Anwendungen dafür. Das Spiel Monopoly soll angeblich auf Markov-Ketten basieren. Eine Anwendung, was nicht mit natürlicher Sprache zu tun hat. Aber was mit natürlicher Sprache zu tun hat, ist das Leiterwagenspiel. Ist auch eine Markov-Kette. Der Ordnung 1. Also Leiterwagen. Wagen, Rad. Rad. Das ist das Leiterwagenspiel. Das genau. Gibt's, das habe ich gekannt als Kind, unter einem anderen Namen Wortschlange. Wo man immer eins weiter dran genau hängt. Ja, ja. Und das ist Ordnung 1, weil die gehören zusammen und sie ergeben,
man weiß, Sinnvolles. Wie wir, ja, genau. Also da ist auch die Wahrscheinlichkeit, diese 1 oder 0, dass danach dieses Wortglied kommen könnte. Mhm. Also Leiterwagen, Wagen, Rad und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, das ist eine Anwendung. Und das will man eine Strategie, um das zu beenden, das Spiel. Ja, und schafft als Ende. Ja, schafft als Ende. Wir haben Loch als Ende gehabt. Das Loch? Ja, also Knopf, Loch, Loch. Auf Loch ist natürlich auch schwierig. Ne? Lochstanzer. Ach, Lochstanzer. Das ist wirklich... Ja, wäre ein Streitfall gewesen. Ja, aber du hast natürlich recht. Okay. Ja, genau. Und was war deins? Schafft, oder was? Ja, aber Schafft ist kein eigenes Wort und deswegen dürfte man es eigentlich nicht nehmen. Weil es nicht zusammengesetzt ist. Ja, okay, klar. Also du kannst es nicht zusammengesetzt. Ja, und ja, das ist eine... das ist eine Markov-Kette, die wirklich jedes Kind kann. Mhm. Dieses Leiterwagenspiel. Ja. Das zum Thema Markov-Ketten. Ja. Super. Ich würde ja. Küssen der Elefant. Und wozu? Wie wozu? Wozu braucht man es? Ja. Achso, ein Anwendungsgebiet, was praktisch angewendet wird, die Google-Suche, und zwar die Wortvorschläge. Ah. Welches Wort kommt als nächstes? Bin ich heute erst drauf gekommen, als ich was... Und dann das nächste... ich hatte irgendwas eingegeben. Ja, genau. Ich wollte suchen Markov-Ketten-Satz bilden. Man findet darunter nichts. Aber ich habe es daran entdeckt. Markov-Ketten-Satz... Markov-Ketten und Satz kannte er einfach nicht. Und aber Satz und Bilden, das hat für ihn wieder Sinn ergeben. Und deswegen hat er daraus... das mir Bilden als Wortvorschlag gegeben. Ein schöner Anwendungsfall, ja. Ganz schön eindrücklich. Kann jeder selber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich über Markov-Ketten gelöst haben, aber... Oh, es wäre ein schöner Anwendungsfall, ja. Genau. Ja. Gut. Und nun? Ich hätte noch Serien. Du hättest noch Filme, gell? Du hättest noch Serien und Filme. Ne? Serien und nur ganz kurz an Film. Ja. Ich grätsch kurz nochmal dazwischen. Ja, sehr gut, das wollte ich. Ich habe nämlich seit langem wieder mal mich überwunden, eine japanische Anime-Serie zu schauen. Also überwunden. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Anime-Serien geschaut, die ganzen großen, Ghost in the Shell und Naruto natürlich, Bleach eine Zeit lang. Und hat mir einfach, wie ich so asiatischen Content und Filme und Serien entdeckt habe, sehr große Freude gemacht. Mit der Zeit wurde ich ein bisschen müde, gerade bei diesen Kampf-Animes, wo es eigentlich dann immer wieder so dieselbe Dramaturgie aufgebaut wird. Und wo dann auch sehr viel, ja genau, wo auch, wo es einfach so zieht. Dazu muss man wissen, oft... es gibt in Japan auch so, ist oft ein Manga, also ein Comic, über längere Zeit erfolgreich oder, und dann wird darauf eine Fernsehserie entwickelt, eine Anime-Zeichentrickserie. Und dann wird das so parallel, irgendwie kommt die Serie raus und das Manga, und irgendwann ist aber meistens das Anime etwas schneller als das Manga und dann geht ihnen der Manga-Stoff aus und dann beginnen sie sozusagen Filler zu bringen, das heißt so Handlungsabschnitte im Anime, die nicht wirklich die Haupthandlung weiterbringen, aber etwas zu erzählen, und dann warten sie, bis das Manga wieder ein bisschen nachgekommen ist, und dann können sie wieder die Haupthandlung nacherzählen. Das hat mich dann schon so etwas, also gerade bei Naruto hat mich das ziemlich fertig gemacht. Aber es gibt ja so viele Anime-Serien und auch wirklich so schön abgefahrenes Zeug, dass ich dann wieder einmal mir eine gegönnt habe, nämlich in diesem Fall heißt sie Moyashimon, Tales of Agriculture. Und das ist eine Anime-Serie, lasst mich lügen. Ich glaube, sie ist 2007 rausgekommen, aber schaut lieber besser selbst nochmal nach. Und die Handlung hat mich angesprochen, deswegen habe ich es mir auch dann angesehen, weil es geht um eine Gruppe von Studenten auf einer japanischen Boku, einer Universität für Bodenkultur. Mhm. Und die Handlung, da geht es um einen Studenten anfangs, so, das ist der Main Character, der, finde ich das, bei dem als Manga-Serie, Anime, genau, öfter 2007, das stimmt schon mal, aber ich hätte gerne noch den Namen des Hauptprotagonisten, ist mir so unangenehm, ich bin so schwach in japanischen Namen, das ist wirklich schrecklich, ja. Also der Hauptcharakter heißt
Entschuldigung für die Aussprache, Tadayasu Soemon Sawaki. Ja? Und der beginnt so im ersten Jahr bei dieser Poco mit seinem besten Freund. Und dieser Hauptcharakter hat eine Superpower, wie es ja so oft ist bei diesen Anime-Serien. Und seine Superpower ist, er kann Mikroorganismen sehen. Das heißt, während die anderen irgendwie in der Luft und nichts sehen, sieht er überall, wohin er geht, auch so kleine Tierchen rumfliegen. Eben diese Mikroorganismen und Bakterien als Untergruppe natürlich auch. Und die Serie ist halt hübsch aufgemacht. Ich mag so gern den Vorspann, weil der Vorspann ist nicht ausschließlich gezeichnet, sondern da hat man reale Aufnahmen von Landschaften und Straßen genommen und hat diese kleinen Bakterien computeranimiert so reinversetzt. Die sind natürlich japanisch sehr herzig, die könnte man alle als Onigiri aufessen, die sind wirklich sehr putzig gezeichnet irgendwie. Und, in der Realität möchte man die eigentlich nicht sehen. Ja, es ist auch nicht angenehm. Also er kann natürlich, trifft er dann auf einen Professor, der das Talent gleich erkennt und so. Und warum habe ich angefangen? Ich habe mir gedacht, warum erzählt man eine Geschichte, die auf der Boku spielt und dann diese Mikroorganismen? Dann habe ich mir vielleicht gedacht, so dieser klassisch europäische Ansatz, vielleicht erzählen sie ja irgendwas über Mikroorganismen und versuchen ein bisschen was zu vermitteln. Das passiert zwischendurch auch. Also gerade so gibt es auch eine Seitenhandlung, wo Studenten zum Beispiel versuchen, Sake zu produzieren, wo natürlich etwas vergoren wird. Und da erklären sie dann schon, na gut, das sind dann die Bakterien und die wandeln das und das und starten diese Prozesse. Also zwischendurch geht es auch wirklich um diese Mikroorganismen. Aber andererseits ist es einfach wenn man es sich anschaut, das sind, glaube ich, es wurden nur 2 Staffeln produziert. Die erste habe ich jetzt mal gesehen, das sind, glaube ich, 10 Folgen. Und also ist an und für sich schnell durch für so ein langes Manga. Und man weiß nicht, also ich auch nachdem ich es gesehen habe, weiß ich nicht, warum. Aber irgendwie musste ich es auch schauen. Es ist diese typische, faszinierende, ach Japan, du bist so anders. Yeah. Moment. Und es ist auch allein schon zum Beispiel, es geht ganz viel um Fermentierung, weil da geht es halt um diese Prozesse. Und dieser Hauptprofessor, der wird eingeführt in der Handlung, das ist gleich in der allerersten Folge, ja, weil dieser talentierte Student sieht einen Fleck auf der Erde, wo ganz viele Mikroorganismen raussprühen. Und er wundert sich schon, was ist da los? Und dann kommt dieser Professor, gräbt das aus und findet eine tote, vergrabene Robbe. Und drinnen in dieser Robbe, die ist zugenäht, sind ein Haufen von Tauben. Ja? Und er öffnet diese aufgeschnittene Robbe und beißt in die Tauben rein und sagt, ah, was für ein herrliches Aroma, es schmeckt gleich nach Sojasauce, dieses ist eine fermentierte Köstlichkeit. Und das ist anscheinend so ein Perk oder so eine Charaktereigenschaft dieses Professors, dass er immer absurde fermentierte Lebensmittel isst. Ich weiß schon, Asien und so, diese tausendjährigen Eier und so, fermentierte Lebensmittel haben dort eine Tradition. Aber das wird halt da in dieser Serie so prominent gebracht und auch immer als Gag gebracht. Es ist einfach, es ist irgendwie seltsam, aber herrlich anzuschauen und keine Ahnung. Ich kann es auch nicht empfehlen. Ich sage euch nur, es gibt eine Serie, die handelt von Studenten an der Boku und er sieht Mikroorganismen und es kommt auch zwischendurch Robben vor, die wo Tauben drinnen sind. Natürlich, also abseits davon gibt es natürlich auch überhübsche Forscherinnen, die auch angestellt sind beim Professor, wie es halt so ist, diese typische Anime Mädchen-Frauen-Bild wird da natürlich auch gezeigt. Und mit sehr kurzen Rücken. Natürlich, und dieser Aspekt des Studentenlebens wird dann auch irgendwie stark thematisiert. Also da kann ich euch sagen. Es kommt natürlich auch vor, was oft in Japan angesprochen wird, diese androgynen Charaktere. Es kommt also auch das Thema vor, dass jemand sich vom Mann eher zum fraulichen Charakter hinentwickelt. Es wird auch irgendwie unkorrekterweise das Thema Aphrodisiaka vom Professor dann angeschnitten. Es ist alles drinnen, was irgendwie einen oft so japanisch befremdlich vorkommt, aber es ist trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Schaut sich an. Ich bin verwirrt. Hast du Superkräfte? Nein, noch nicht. Du hast? Wirklich? Ja. Wie ist es bewiesen? Innerhalb von 20 Sekunden lernst du eine neue Schrift? Ha. Ja. Versuche, von oben nach unten vorzulesen.
Ich weiß, dass es am Anfang schwer ist. Von oben nach unten? Einfach vorlesen. Einfach lesen, was da so steht. Okay, D1353M177. Ah, Mitteilung. Das ist Leadspeak, oder? Trotzdem, deine als Beweis dafür, was für erstaunliche Dinge unser Verstand leisten kann. Beeindruckend, am Anfang war es schon schwer, aber jetzt in dieser Zeile, ich verlerne es auch wieder zwischendurch, liest dein Gehirn automatisch darüber, ohne nachzudenken. Sei stolz drauf. Ja, Wahnsinn, genau. Also den Screenshot werden wir gleich mal in die Shownotes reingeben. Ja, toll. Ist auf Facebook an mir vorbeigekommen. Also ich habe es jetzt sogar auf Kopf gelesen. Es ist Leadspeak, also es ist Schrift, lateinische Schrift, bei der einzelne Zeichen durch andere Zeichen, Ziffern oder Buchstaben auch. Das Seltsame ist, ich habe es auf dem Kopf gelesen und konnte es zum Schluss genauso flüssig wie du lesen. Jetzt drehst du es drin rum und ich muss es neu lernen. Ja, genau. Und das ist, was ich wirklich extrem daran finde, ist, wie schnell man in der Lage ist, das zu lernen. Also am Anfang sperrt sich das Hirn unheimlich und man hat wirklich Schwierigkeiten. Und einmal quer durch, also beim zweiten Mal quer durch, ist es einfach ganz normal zu lesen, wie normale Schrift. Mhm. Echt. Erstaunlich. Und es ist erstaunlich, dass das Gehirn das kann. Es ist nicht super schwer, weil es sind nur Buchstaben durch Ziffern ersetzen, glaube ich. Nicht? Ist es das? Ist noch mehr? Aber es ist schon im ersten Moment nicht, hast du einzelne Zeichen gelesen und überhaupt keine Worte gesehen. Ja, und dann ab der zweiten Zeile kommt man dann rein irgendwie. Das ist schon, was das Gehirn kann. Ja. Ein Abstraktionstalent. Übrigens, dient heißt das erste Wort in der zweiten. Das ist nämlich wirklich das einzige Wort, wo ich bis zum Schluss jetzt gerade dran hing. Ja. Was soll das jetzt heißen, bitteschön? Mhm. Faszinierend. Also der Anfang ist sehr gut, diese Mitteilung dient als Beweis. Du hast noch am Anfang wirklich einzelne Zeichen. Genau, die eins. Ja, zum Thema Superkräfte. Ich habe mir Superhelden-Serien angeschaut. Mhm. Die erste hat überhaupt keine Superkraft. Es ist nämlich Arrow gewesen. Okay. Ich habe jetzt bis zur dritten Staffel weitergeschaut. Es geht um einen Typen, der mit dem Bogen gut umgehen kann. Meine Freundin schaut sich das immer an, muss ihm aus dem Zimmer gehen. Ich halte es auch nicht aus. Ja, es ist schwierig bei Arrow. Es ist so eine, es ist wie Batman. Batman hat ja auch keine Superkraft. Arrow hat auch keine Superkraft. Und auch die Serie ist darauf ausgelegt, dass eigentlich nur Leute vorkommen, die keine Superkraft haben, sondern ein Ziel haben und nur Mittel und Wege haben, die jeder Mensch haben könnte. Keine Superschurken mit irgendwelchen Kräften. Ja, also sozusagen Triaden oder sowas, das ist ja schon das höchste der Gefühle mit besonderen Fähigkeiten. Und Arrow ist halt eine Serie, die in zwei Strängen gleichzeitig erzählt wird. Einmal die Jetztzeit und einmal die Vergangenheit, denn er kommt nach 5 Jahren von einer Insel wieder in seine Heimatstadt und diese Insel ist am Arsch der Welt sozusagen und konnte von nicht flüchten und er ist dort gestrandet, weil das Schiff, mit dem er gerade mit seinem Vater unterwegs war, Moment, wie heißt das nochmal? Kaputt ging. Dass es mal kaputt gegangen ist und er auf dieser Insel gestrandet ist. Und er trifft dort tatsächlich dann auch Menschen. Dieser Teil ist aber eher im Hintergrund und im Vordergrund ist eigentlich die Jetztzeit und dass er dort versucht, nachzugehen, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und zwar hatte sein Vater ihm ein Buch gegeben, wo Namen drin stehen von bösen Menschen. Und im Gegensatz zu Batman tötet er. Oh, okay. Er beseitigt die gleich. Das habe ich mir gedacht, Moment mal, der tötet diese Menschen? Ein Superheld, der Menschen tötet? Das kenne ich eigentlich nur von Punisher. Mhm.
Und, oder ist auch so ein extra Alleinstellungsmerkmal. Eben, genau. Und dort, ich hätte mir nicht gedacht, dass der Menschen tötet. Vielleicht ein ganz kleiner Spoiler, ab Staffel 2 ist das nicht mehr so. Mhm, okay. Da tötet er nicht mehr. Warum ist der wohl aufgehört haben? Das verrate ich nicht, weil das wäre ein Spoiler. Ah, ist okay. Das aus der Szene? Also aus ja, der Szene. Das ist aus der Story erkennbar, ja. Und er hat natürlich das typische Problem, er hat eine besondere Fähigkeit und das darf er auf keinen Fall jemandem sagen und so langsam kommen die einzelnen Leute es dann doch mit und so weiter. Ich ganz wundere mich typisch. Von Anfang an beim Error, ich meine, der hat nur die Kapuze als Verkleidung. Eigentlich, ja, genau. Oder? Es ist wie Scheuchensicht und sagt, ja, genau, man erkennt ihn sofort, also den Rest des Gesichts ist so markant und er malt sich nur um die Augen rum schwarz, also dass den keiner kennt. Da muss man schon andere super Hero-Comics, klar, und, kenntmäßig. Ja, und jetzt kommt es, kommen wir zum zweiten, was ich mir angeschaut habe, nämlich er bekommt irgendwann mal Besuch von einem Barry Allen und dieser Barry Allen schenkt ihm dann eine Maske. Das ist aber auch nur das, was er sich schwarz geschminkt hat um die Augen. Das ist ein Streifen, das er sich ins Gesicht setzt. Und dieser Barry Allen hat eine eigene Serie bekommen. Er wird von einem Blitz getroffen. Das passiert schon in Arrow. Das passiert jetzt aber am Anfang seiner Serie dann auch. Und wacht nach 5 Monaten dann wieder auf und kann dann besonders schnell sich bewegen. Und die Serie ist The Flash. Oh. Und The Flash ist ganz anders als Arrow eine wesentlich fröhlichere. Arrow hat sowas Batman-artiges. Düster, die Stadt ist kriminell. Es ist wirklich... Also, ja, desaströs. Wirklich typisch Batman, Arrow. Arrow und Batman haben einige Super-Schurken gleich. Ra's al Ghul kommen beiden vor. Also im Film von Nolan kam ja Ra's al Ghul auch vor. In der Serie kommt er bisher nicht vor, aber er wird zumindest genannt. Ja. Und so gibt es einige Bösewichte, die gleich sind. Und in The Flash, das ist was völlig anderes. Das ist wirklich ein Superheld mit einer Superkraft. Mhm, und seine Gegner haben auch Superkräfte. Ja. Der, zum Beispiel in der ersten Folge ist es dann einer, der Hurricanes erzeugen kann. Okay, das ist wirklich übernatürlich sozusagen. Ja, übernatürliche Superkräfte. Und The Flash ist dann auch wesentlich fröhlicher. Es erinnert dann schon wieder eher an Superman. Interessant. Ja. Also Superman ist ja auch eher, es gibt ja auch dieses Superman und Batman, Moment, wo Central City ist, glaube ich, Superman oder was? Wie heißt nochmal die Stadt, wo Superman lebt? Eigentlich weiß ich nicht. Ja, jedenfalls Metropolis. Ja. Ja, genau, Metropolis. Metropolis ist dieselbe Stadt wie Gotham, nur am Tage und Gotham in der Nacht. Das ist ja das, was später mal etabliert worden ist. Aha. Und das könnte man fast auch schon sagen zwischen Arrow und The Flash. Das eine ist Central City und das andere ist Starling. Starling ist das von Arrow. Aber es ist nicht ganz so, weil beides kommt Tag und Nacht vor. Und ja, es ist fröhlicher auf jeden ja. Fall. Und das Interessante ist eben... Ich bin begeistert von The Flash. Ja, The Flash ist auf jeden Fall fröhlicher. Ich finde aber von der Stimmung her Arrow besser. Mhm. Und Flash ist für mich noch nicht wirklich was Handhabbares. Ich bin erst bei Folge 4, glaube ich, und bei Arrow bin ich in der dritten Staffel. Bei Folge 8, ich habe angefangen, die zu schauen und dann hieß es direkt in Folge 8 der dritten Staffel, was bisher bei Arrow und The Flash passiert ist. Das hieß also, ich war gezwungen, The Flash anzuschauen, obwohl ich nicht wirklich interessiert war. Mhm. Ja, jetzt fange ich halt bis Folge 8, weiß ich auch, von der ersten Staffel von The Flash muss ich schauen, dann sind die, glaube ich, gleich. Es gibt auch ein paar Personen, die ausgetauscht werden. Mhm. Also von den Personen her, ja, ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Also ich finde The Flash ein bisschen abklatschig. Das ist... Also dir liegt ein bisschen überzeugt. Mehr der Error. Ja. Der grüne Fehler. Ja. So, jetzt habe ich schon Superman und Batman schon erwähnt. Achso. Eines kann man sich noch, kann ich noch erwähnen. Also es gibt, also das ist auch natürlich ein kleiner Spoiler. Mhm. Einmal treffen sich ja Green Arrow und Flash in einer, ich weiß nicht in welcher Ding. In beiden so. Serien treffen die in sich. In beiden Serien. Mehrfach. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Treffen in The Flash gesehen. Bin mir gar nicht. Da gibt es auch, gibt mehrere. Also wenn man, also das war eine Szene, die hat mir innerlich so weh getan, das war so Fremdscham.
Dynamik ist, weil ja, sich beide viele passt nicht zusammen. Serien sich vergrausen möchte, schaut sich vielleicht nur diese Szene an und dann ist man geheilt ja. ein bisschen davon. Ja. Also in der ersten Folge schon... Mit amerikanischer Flagge und allem, also das war wirklich schlimm. Ach so, okay, also, da bin ich noch nicht gewesen. Ja. Aber das Interessante ist, Arrow wirkt in Flash wirklich als Fremdkörper. Okay. Weil er so ein leicht düsteres, ruhigeres hat, während Flash, das ist flippig. Mhm. Während Barry Allen, also The Flash, fand ich jetzt nicht so fremdkörperartig in Arrow. Okay. Übrigens, The Flash kommt auch in der Serie Supergirl vor, die ich schon die erste Staffel komplett geschaut habe. Aber ja, das nur am Rande. Mhm. Supergirl kann ich mal irgendwas anderes, irgendwann mal anders erzählen. Aber nicht bei Asterix. Nein. Aber jetzt noch ich habe ja schon Batman und Superman erwähnt. Batman mhm. wie Superman ist ein Film, den ich mir auch vor kurzem angeschaut habe. Und zwar bevor ich die Serien geschaut habe. Und der Film hat wirklich so viel falsch gemacht. Ich finde den wirklich ziemlich schlecht, Batman wie Superman. Die Stimmung ist gut. Zack Snyder, bekannt durch Watchmen spätestens, wunderbar diese Stimmung, aber die ganzen Special Effects, total übertrieben. Man sitzt, man ist schon gelangweilt vor diesen ganzen bombastischen Bildern. Es ist wirklich langweilig. Ja, ich finde das generell bei Superhelden, aber ja, bei dem auch. Nicht bei allen. Und dann die Story ist, ich weiß nicht, da ist irgendwie komisch zusammengeschnibbelt worden. Ich habe jetzt auch schon mehr mich mit beschäftigt und habe dann gelesen, ja, da hatte jemand einen Einfluss. Ich glaube, die haben ein Trailer-Unternehmen, also ein Unternehmen, das Trailer produziert, verwendet, um den Film zu schneiden. Und das heißt, der Film ist ein Trailer geworden, oder war das Suicide Squad? Übrigens, Suicide Squad haben kommt, sie so umgemodelt ja. angeblich, oder? Von lustig, nein, von düster auf, ich lustig. Bin jetzt lustig. Ja. Suicide Squad kommt übrigens auch in Arrow vor. Wirklich? Aber es gibt keine eigene Serie und hat mit dem Film auch nichts zu tun. Ist mhm. besser als der Film, würde ich sagen. Wobei ich den Film nicht gesehen habe. Jedenfalls, ich habe dann die Serie eben Arrow angeschaut und habe mir gedacht, what the fuck? Die haben 1:1 Szenen aus Arrow in Batman wie Superman übernommen? Da gibt es zum Beispiel eine Serie im Film, da sagt der Bösewicht, der Lex Luthor, zu irgendeinem Typen, lass uns ins Büro gehen und gehen dann an einfach nur, die sind in der großen Vorhalle und gehen dann einfach nur an einen Bartisch und stellen sich dorthin. Lass uns ins Büro gehen und so richtig cool darüber zeigend und gehen dorthin und unterhalten sich. Die Szene ist 1:1 aus Arrow geklaut. Aha, die haben das auch irgendwie so übernommen von der Dramaturgie jetzt her oder von, also von die Szene, es kommt ganz andere Leute. Es ist mhm. nämlich eine Barbesitzerin, die einfach zu jemandem sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Lass uns zu. Er kommt da auch vor. Jetzt würde ich sagen, na gut, okay, vielleicht kommt das auch schon in irgendeinem Comic vor. Mhm. Und das ist so ein Running Gag oder sowas. Ja. Ich habe die Comics nie gelesen. Und es könnte sein, dass es so ein Running Gag ist. Mhm. Aber ich kannte es vorher nicht. Ich habe das in keinem anderen Film oder Serie oder sonst jemals gesehen. Und jetzt kommt das innerhalb von kurzer Zeit in der Serie und im Film vor. Ich komme mir wirklich verarscht vor durch den Film. Wie können die das bitte schön machen? Und das, ja, es ist ein großes Comic-Universum. Da kann man ja von gegenseitig so ein bisschen entdecken. Ja, wenn es so groß ist, dann können sie ja auch andere coole Szenen übernehmen. Aber wieso gerade die, wenn es kurz zuvor in der Serie ist? Klingt komisch, ja. Ja, und einen schlechten Film rauszubringen mit so einem Gag, auch wenn es im Comic ein Running Gag wäre, ich habe keine Ahnung, ich habe diese Comics nie gelesen, finde ich trotzdem, ist eine Verarsche, wenn die wirklich das einfach nur 1:1 übernehmen. Und das ist nicht die einzige Szene. Es sind, davor ist mir das schon nochmal passiert, ich kann mich aber nicht mehr an die Szene erinnern. Ich fand es nur ein bisschen komisch, aber die war wirklich so ein richtiger Faustschlag ins Gesicht, dass das im Film wiederverwendet wird. Und damit ist der Film noch weiter gesunken bei mir in der Meinung. Bei mir ist aber am Anfang, das fand ich sehr komisch, als er es mitbekommen hat, dieses Foltereisen, das er hat, der Batman, wo er das Brandzeichen in den Verbrecher reinbrennen konnte. Ja. Das ist ja ein eigenes Folterinstrument für die Minions oder was. Die kann er dann alle
das Batman-Zeichen aufhört. Das hat mir einfach so aufgestoßen. Ich meine, das ist ein bisschen un-Batman-like, oder? Ich meine, es ist irgendwie so, Guantanamo Bay, Folter, keine Ahnung, irgendwie so in der, so, in der Richtung untypisch halt irgendwie. Das war, hat nicht so reingepasst. Und das Zweite, was mir halt einfach, was mir zu so platt war, da gibt es dann gegen Ende hin so eine Szene, wo... Nehmen wir sie Mutter? Die Szene? Richtig, ja, okay. Die Mutter-Szene, genau. Ja. Wo die gleich heißt, oder? Von Superman. Nee, wir verraten mir nichts, wir können keinen spoilern. Okay. Wir nennen es einfach die Mutter-Szene. Mutter-Szene ist wirklich das ach, auch, ja. Das hat den Film wirklich nochmal nach unten gezogen. Diese Szene, so eine wichtige Schlüsselszene, die Mutter-Szene. Und dann so katastrophal. Wirklich. Ja, ja. Wobei ich muss sagen, ich bin ja generell nicht so der Superheldenfilm und ich fand den jetzt auch nicht so schlecht und so wie es viele gemacht haben, so katastrophal. Aber ja, nein, ist halt weiteres solches. Also ich finde ja diesen Comic-Stil in Filmen manchmal ganz interessant. Also es gibt ja diese Comic-Verfilmungen, wie eben jetzt dieser oder die Serien Arrow und so weiter. Und auch die alten Superman-Filme würde ich darunter zählen. Was nicht darunter fällt, sind die neuen Filme. Das sind für mich keine Comic-Verfilmungen, sondern Filme basierend auf dem Comic, weil das für mich was völlig anderes ist. Mhm. Das ist, da hat Nolan wirklich was Grandioses geschaffen, weil es nur auf den Comics basiert, aber nicht eine Comic-Verfilmung ist. Und, aber ich finde diese Comic-Verfilmungen ganz nett manchmal, weil sie so ein bisschen überdreht sind. Sie sind melancholisch, sie haben extreme Gefühlsebenen, also dieses Überreagieren ist ja comichaft, dass jemand jetzt, ich muss, du hast mir diese Kleinigkeit angetan und jetzt muss ich dich töten, und dieses Hineinsteigern. Das finde ich manchmal ganz nett. Also es kommt ja auch bei den Japanern ganz groß vor. Also, ja, die sind ja überhaupt die sind in der übertriebenen Reaktion nicht zu übertreffen. Richtig. Und das ist manchmal ganz nett. Also so diese subtile Art ist in den Comics aber auch vertreten. Also so was ganz Subtiles kommt davor und das wird dann auch übertrieben. Mhm. Also etwas Subtiles wird übertrieben. Das ist dann, okay, da können die Japaner eigentlich auch. Und das ist, ich finde das erfrischend manchmal, wenn diese... Es ist zu viel sonst, einfach auch. Es war in den letzten Jahren wirklich viel. Und jetzt, wo alles zusammenkommt, also von den Civil War, was jetzt rausgekommen ist, Justice League, das ist... wahnsinnig viel. Ich kann einen abseitigen, absurden Superheldenfilm, kann man fast nicht sagen, empfehlen, den ich so gerne mochte, der sehr bitterböse und traurig ist eigentlich. Nennt sich Super Shut Up Crime, Rufzeichen. Und handelt über jemanden, der beschließt, ein Superheld zu werden. Ist das der mit... Wer spielt die Hauptrolle? Es war keiner mir so bekannter. Okay, gut. Sie war, glaube ich, schon bekannter. Ich glaube... Es gibt einen anderen, der beschließt auch, ein Superheld zu werden. Ich habe nur den Anfang gesehen, der hat mir ein Kloß im Hals verursacht. Könnte durchaus der sein. Ja. Und hat in Wirklichkeit keine Superkraft, tut aber so. Und das war wirklich... Aber gute Superheldenfilme sind Unbreakable und Watchmen. Die kann ich sehr empfehlen, auch wenn man sich nicht unbedingt damit so befassten mag. Watchmen. Das war das nicht vom Shyamalan? Ja, genau, richtig. Das war auch basierend auf einem Comic. Glaube ich nicht. Okay, aber ein Superheldenfilm. Stimmt, ja. Und hat mit Comics zu tun, weil der eine Typ, der liebt ja Comics und ja. Also der Film ist auf jeden Fall, selbst wenn man Superheldenfilme nicht mag, unglaublich stark. Ich finde ihn super. Und Watchmen ist halt überhaupt das beste Comic, das es wahrscheinlich gibt. Al Moore, ja, der hat schon einige super Comics gemacht und Watchmen ist ein Genuss zum Lesen und zum Schauen. Ja. Auch 1A von Zack Snyder umgesetzt. Ja, das ist unglaublich. Machen Sie aber jetzt schon zum Vorwurf irgendwie. Wieso? Weil Sie sagen, naja, der Zack Snyder hat gar kein Talent, weil er hatte doch das Comic Pendel für Pendel umgesetzt in dem Film. Aber naja, das kann sein, aber er hat es gut gemacht. Ja, auch das ist eine Kunst. Ja, ja. Also, dieses Film-Noir-artige. Und das ist auch an Batman wie Superman zu sehen.
dieses Film-Noir-artige, dieses düstere, dieser düstere Batman und aber auch der düstere Superman irgendwie. Ach ja, und was ich noch sagen wollte zu dem Film. Ich sag jetzt nicht, was am Ende vorkommt, aber ich beziehe mich jetzt darauf. Mhm. Die letzte Szene des Films ist so ausschlaggebend. Überhaupt davor ist was passiert und dann zum Schluss gibt es noch eine wichtige Szene, so im letzten Augenblick. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Es hat etwas mit Erde zu tun. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wenn sie sofort im nächsten Film, egal welcher das ist, oder im darauf folgenden Film, der darauf anschließen soll, sagen wir mal so, Bezug auf diese eine Szene nehmen, dann fühle ich mich richtig derbe verarscht. Okay. Weil ich will erstmal, was damit zu tun hat, für die nächsten 2-3 Stunden nichts von hören. Wenn das vorkommt, sofort in der ersten Szene, dann weiß man sofort, okay, die haben ordentlich verkackt. Weil diese Szene, die letzten 2 Sekunden des Films, waren eigentlich schon fast zu viel. Aber wenn das jetzt im nächsten Film einfach daran anschließt, nee. Dann ist für mich, DC-Verfilmungen haben dann wirklich keine Daseinsberechtigung mehr. Es gibt ja genug Paralleluniversen bei DC, oder? Ja, trotzdem. Noch ein paar Reboots oder eine ganze Bizarro-Welt von Superman. Das würde mich vielleicht mal reizen. Ja, okay. Bizarro-Sachen. Naja, ist ja egal. Aber ja, okay, das ist hiermit dokumentiert. Ja. Also, beim nächsten Superman. Was da Marvel abzieht, ist da viel besser. Auch wenn ich den Captain America überhaupt nicht mag. Ich gucke mir die Filme jetzt gar nicht an. Ja, Captain America ist. Ja, den mag ich nicht. Ja, bevor wir den Stefan zum Einschläfern? Ja, ich drücke noch weiter. Ja, mir sagt man ja auch eine Superkraft nach, dass ich Menschen. Ist ziemlich leicht und gerne zum Schlafen bringen kann. Herrlich. Also die Menschen mögen es, von mir eingeschläfert zu werden. Ein komischer Satz zum Abschluss. Also die letzten 2 Sekunden. Wenn die immer die nächsten, problematisch auch für uns. Wenn die nächsten Stunden rausgezögert werden, ja. Dann haben die Bier auch richtig verkackt. Also dann, genau. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlaf gut.